Hallo. Herzlich willkommen. Du hast es ja schon geklickbaitet, mein großer Abschiedsstream, ne? Richtig. Joshua verlässt verlässt Deutschland. Ja. Für 6 Wochen. Ich habe mich auf einmal so laut gehört. Ich muss mich mal hier nochmal professionell runterstellen. So. Bislang ja eher meistens, dass ich das Land mal für ein paar Stunden Richtung Holland verlasse. Ja. So lange eher selten. Ich mach mal noch die Vorhänge hier zu, sonst verlässt uns auch guter Sound. Ja, mach das mal. Ich musste gerade hier schon noch dran rumdrehen, damit ich mich richtig höre. Ja, für mich geht's nach Kanada für 6 Wochen. In den Süden von Ontario. Liebe Grüße, Benny. Schön, dass du dabei bist, Major Tom. Und auch hallo, Nilchen. Benny schon 5 Monate dabei. Sehr schön. Nice, danke dir. Auch wenn aus irgendeinem Grund der Alert mal wieder nicht gekommen ist. Muss ich irgendwie immer erst heiß laufen bei uns. Bei der ersten Sache, ich weiß nicht warum, aber bei der ersten Sache passiert immer nichts. Und dann erst später, beim zweiten, dritten Mal, läuft es richtig. Weil der Organismus ein bisschen in Wallung gekommen ist. Ne? Ja. Keine Ahnung warum. Ja, und was machen wir heute? Wir machen heute einfach ein bisschen entspannt. Ja, wir hatten uns überlegt, einfach ein paar Sachen reinzuschauen. Ne? Auch könnt ihr gerne mal reinschreiben, wenn ihr noch irgendwas habt. Vielleicht irgendwas Kurzes, wo wir mal reingucken sollen. Oh, yes. Blumenhansi. Danke dir. Schon ein Jahr dabei. Heftig. Und jetzt, schönerweise, hören wir jetzt auch den Sound. Ich war auch total schockiert. Das habe ich nämlich gerade noch gemacht vor dem Stream, weil wir haben immer eure Alerts nicht gehört. Und das ist halt ein bisschen dumm gewesen, weil wenn man dann irgendwie gelabert hat und dann passierte da irgendwas. Stimmt, man hat es gar nicht gemerkt, ne? Genau. Und jetzt hat man das auf den Ohren. Wie ein professioneller Streamer. Aber ich weiß gar nicht, ob die das haben. Doch, klar. Ja, sonst. Wobei, ich hätte letztens nämlich mal so ein Video gesehen, wo es darum ging, was eigentlich Musiker, also jetzt mit professionellem Equipment und so, auf der Bühne hören. Ja. Das fand ich recht interessant, weil ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich dachte immer, die hören einfach alles in voller Lautstärke und hatte mich dann trotzdem immer gefragt, wofür dann noch die Kopfhörer mit drin sind. Aber dann mal so mitzubekommen, was dann eigentlich rausgefiltert wird und was wirklich bei den Musikern selber ankommt, damit sie sich auf den Song konzentrieren, jetzt mit so professioneller Tontechnik, war mal ganz interessant. Okay, Blumenhansi, wenn es bei dir keinen Sound gab, dann muss ich mal nachdenken. Der Sound geht ja dann darüber wahrscheinlich. Dann muss das hier auf jeden Fall an sein, damit der Sound kommt. So, jetzt müsste es wahrscheinlich. Das kann gut sein, ja. Oder nee, Moment, der hat ja eine. Wir werden es mal so ausprobieren, sonst weiß ich noch eine andere Lösung. Ich glaube, da müsst ihr wohl zwangsläufig dann jetzt nochmal abonnieren oder Geld spenden oder so. Ja. Vielleicht geht es ja auch gar nicht anders. Einer von uns beiden, entweder die Zuschauer oder wir, müssen darauf verzichten. Ja. Rutsche noch ein Stück weiter rüber, mein Lieber, nach links, damit wir hier die bessere Komposition im Bild haben. Rutsche auch noch ein Stück. So. Jetzt sieht man auch das schöne kleine Deko-Element am Rand, was wir eingerichtet haben. Ja, genau, Blumenhansi, wir hatten den Genuss. Das stimmt. Das hat sehr viel Freude bereitet. Aber eigentlich soll es ja eine kleine Ermunterung an euch sein. Ja, Nilchen, was ich in Kanada mache, also ich bin 6 Wochen im Rahmen von meinem Studium. Da brauche ich halt ein
Auslandsaufenthalt, den ich vorweisen kann, da ich nicht in das Glück gekommen bin, wie manche andere nach dem Abi irgendwie ein halbes Jahr nach Australien oder so gegangen zu sein, muss ich jetzt zweimal eben 6 Wochen so nachholen. Und das Ganze hatte sich jetzt recht spontan ergeben, darüber, dass eine Freundin von mir von der Uni eben einen Onkel in Kanada hat. Also unter anderem, die hat recht viel Verwandtschaft auf der Welt verstreut. Ja, und dieser Onkel in Kanada, der hat dann eben zugesagt, uns dort dann für 6 Wochen zu beheimaten und uns dann auch eine Tätigkeit zu geben. Stabil, nicht, dass du nicht mehr weißt, was du machen sollst, ne? Ja, das kommt bei mir ständig vor. Also tatsächlich neben dem der weiteren Arbeit fürs Studium habe ich mir auch schon eine Folge auf jeden Fall vorgenommen. Eigentlich sogar zwei, die währenddessen fertig werden sollen. Ja. Und falls mich das noch nicht ausfüllt, habe ich mir jetzt mal von Penguin die Geschichte der Welt, ein umfassendes Geschichtswerk, 1200 Seiten, um vielleicht mal ein bisschen noch ein, zwei Lücken auszufüllen. Mhm. Mal gucken, ob ich mich jetzt nicht direkt ein bisschen übernehme für diese 6 Wochen. Das werden wir dann sehen. Kanada ist ja doch ein recht großes Land, wo man die eine oder andere Sache sich auch mal anschauen kann. Grüß dich, Sadi. Ja, ich denke aber, es wird uns ja auch gelingen, dass du ab und zu hier in dieser Zeit auch nochmal zu sehen bist und zu hören bist, weil wir haben schon vor, auch das Programm ganz normal weiterzuführen. Mhm. Aber es gibt natürlich insgesamt 6 Stunden Zeitverzögerung zwischen uns beiden dann. Ja. Und deswegen könnte es dann doch mal dazu kommen, dass Joshua es nicht schafft, weil dann bei dir ist es dann ja mitten am Tag. Genau, das macht es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Ja, Auslandsreporter, das stimmt. Ich kann mir natürlich mal angucken, wenn dann spannende Sachen in Kanada passieren. Ich meine, wir hatten ja auch ein paar weltpolitische Ereignisse, wo ich glaube, ja doch, in Deutschland wurde es gar nicht so stark, glaube ich, betrachtet mit dem ganzen Freedom-Konvoi zu Covid-Zeiten, wo die Trucker mehrere Provinzhauptstädte und ich glaube auch die Hauptstadt von Kanada selber lahmgelegt hatten und die Grenze verschlossen haben. Das war alles eine ziemlich wilde Geschichte. Mhm. Ja, und ansonsten wird sicherlich da auch die Leute viel der Wahlkampf in den USA dann einfach umtreiben, ne? Was ja recht wichtig ist, was südlich der Grenze passiert. Kann man natürlich mal schauen, wenn da irgendwas ist. Vielleicht versuche ich jetzt, dann, solange ich da bin, bei den Überblicken immer einmal irgendein Kanada-Thema reinzuschieben. Das Internationale. Ja, und du hast ja auch vor, auf Tuchfühlung ein bisschen zu gehen mit den lokalen Genossinnen. Genau. Da hoffe ich auch, dass das so funktioniert, dass man dann zumindest in Toronto mal mit ein paar Leuten da ins Gespräch kommt. Vielleicht auch mal, so wie wir das damals in Saint-Emier gemacht haben, auch mal ein Interview führen kann. Da haben wir ja niemanden aus Kanada da gehabt. Ich glaube, vom amerikanischen Kontinent haben wir nur mit Leuten aus Nordamerika gesprochen. Einmal aus New York, ne? Genau. Ja. Das waren die beiden. Ja, Lana, was kostet so ein Flug nach Kanada? Also aktuell muss man eigentlich, als wir jetzt den Flug vor ein paar Wochen gebucht hatten, musste man zwischen 630 und 800 Euro ungefähr rechnen. Oh, das ist schon für jetzt so die Standard-Tickets. Schon teuer. Fliegen ist ja generell deutlich teurer geworden. Ja. Also hätten wir, weil das zeitweise dann nochmal auf Eis gelegt wurde, weil da was dazwischen kam, aber hätten wir zu dem Zeitpunkt gebucht, hätten wir, glaube ich, nochmal so 70, 80 Euro pro Ticket sparen können. Nee, das ist Hin- und Rückflug. Grüß dich, Lilith. Ja, das ist auch eigentlich fast alles so, dass es dann mit einmal umsteigen läuft in der Preisklasse. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt gar nicht, ob es irgendwie von Frankfurt aus oder so Direktflüge nach Kanada gibt, aber eigentlich läuft das alles
wahlweise mit Umstieg entweder über London Heathrow oder dann über Reykjavik in Island tatsächlich. Hätten wir vorher gebucht, wäre es eben über Island gewesen, jetzt läuft es über London. Ja, mit so Umstiegsflügen ist anstrengend, wobei natürlich die Strecke ist auch sehr weit, dann ist es auch teilweise auch, glaube ich, ganz angenehm. Ja, also ich muss sagen... Wie lang ist der Flug jetzt? Insgesamt ist, glaube ich, nach London sind es Stunde 30, meine ich ungefähr, und der Transatlantikflug, das müssten irgendwie so, ich glaube, 8 Stunden sind das circa. Ja, das ist schon eine ordentliche Zeit auf jeden Fall. Ja, ich muss auch sagen, ich fliege nicht gerne. Also bin ich kein großer Fan von. Das Längste, was ich mal gemacht habe, war der Flug nach Brasilien. Das waren, glaube ich, dann 12, 13 Stunden oder so. Mhm. Ja, ich bin kein großer Fan davon, im Flugzeug zu sein. Vor allen Dingen so lange. Also ja. Ich war ja jetzt halt mit dem Baltikum, das ging halt echt. Mit so 2,5, 3 Stunden ungefähr? Nee, weniger. Noch weniger? Ja, fliegst du nicht so lange hin. Und das ist eigentlich, dann finde ich das relativ entspannt. Mhm. Ich hatte halt krasse Flugangst als Kind. Ja. Und das ist ganz interessant. Also falls ihr auch Flugangst hattet, also bei mir war es tatsächlich so, ich habe genau eine Therapiestunde gehabt. Ach, du hattest wirklich eine für Flugangst? Genau, also ich hatte eine Therapiestunde, aber das ging genau eine Stunde und dann hatte ich halt diesen Kernmoment von dieser Flugangst halt überwunden. Also ich habe jetzt seitdem keine eigene Angst mehr, wirklich ein Flugzeug zu betreten. Mhm. Aber ich habe halt so körperliche Erscheinungen. Also ich habe so schweißige Hände und so. Und Und am Anfang, nachdem ich dann diese eine Therapiestunde hatte, habe ich dann das einfach so angewendet. Also tatsächlich ist es auch ein relativ einfacher Tipp gewesen. Vielleicht funktioniert es auch ohne diese eine Stunde bei einer Therapeutin zu sein. Ich habe einfach an einen sehr, sehr schönen Moment in meinem Leben halt sehr intensiv gedacht. Das ist voll irgendwie absurd, aber das hat halt total gut funktioniert. Echt? Und seitdem hatte ich das halt gar nicht mehr, dass ich so eine aktive Angst hatte. Hm. Guter Tipp. In schlechten Momenten an gute Momente denken. Yes. Das kann man ja im Kopf behalten. Ja, tatsächlich, ich habe gar keine wirkliche Angst vorm Fliegen in dem Sinn. Aber, also, ich kriege immer Magen- und Kopfschmerzen, wenn ich in der Luft bin. Und ich finde auch, ist ja, glaube ich, recht normal, dass man dann auch, die Nase wird total trocken. Finde ich einfach scheiße, so alles im Körper trocknet irgendwie aus. Ist ja auch, glaube ich, nur 20-30% Luftfeuchtigkeit oder so, weil so viel rausgefiltert wird. Ja, weiß ich nicht, also Flieger fand ich schön. So ein bisschen wie Flugzeuge und Boote, da brauche ich nicht unbedingt drauf sein. So. Alles, was sich auf dem Land bewegt, da bin ich fein mit. Ja, ja. Selber Auto fahren, super. Zug fahren, super. Aber sobald ist ein Gefährt auf Wasser oder in der Luft ist, da kann ich drauf verzichten. Ich finde es jetzt auch ein komisches Gefühl irgendwie. Also einfach halt jetzt nicht... Also alles so ein bisschen man hat das so weniger in der Hand, obwohl es ja jetzt wahrscheinlich viel gefährlicher ist, mit dem Auto zu fahren. Aber man überblickt das halt dann einfach alles mehr. Und also zum Beispiel jetzt speziell auf dem Wasser, das kann ich gar nicht. Also es gibt manchmal Fahrten, wo es einigermaßen geht, aber also ich habe wirklich 70% meiner Wasseraufenthalte musste ich mich leider übergeben. Okay. Also es ist richtig, richtig krass bei mir. Ich habe schon so eine Seekrankheit, richtig heftig. Okay. Übergeben habe ich mich tatsächlich noch nie, aber ich habe immer das Gefühl, ich bin so, weißt du, an dieser Schwelle, wo man so, du hast einen Abend so ordentlich gebechert und du bist jetzt nicht sicher, bleibst drin oder nicht. So fühlt sich ein Aufenthalt auf dem Wasser an. Und ich finde halt auch, also... Dieses Gefühl kenne ich leider schon lange nicht. Also, das ist schon lange... Das liegt schon lange zurück, dass ich dieses Gefühl hatte von, ich habe zu viel gebechert. Und du hast ja deine Trinkerkarriere angefangen und beendet eigentlich, ne? Ja, als ich noch minderjährig war. Sowohl der beste Zeitpunkt zum anzufangen und aufzuhören. Ja, richtig. Nee, also, ich finde tatsächlich, Bootfahren hat auch
dahingehend nochmal was Gruseligeres als Fliegen, weil ich finde einfach, ich weiß nicht, hast du auch schon mal so über Nacht Fährenfahrten oder so gemacht? Oder warst du vielleicht mal auf einem Kreuzfahrtschiff oder so? Nee, Kreuzfahrtschiff noch nie, nee. Aber schon längere Bootsfahrten, aber jetzt nicht über Nacht, meine ich, oder? Nicht ganz sicher. Also, weil ich war auch noch nie jetzt auf einer Kreuzfahrt gewesen, aber ich habe mal 2 Nachtfähren genommen. Einmal von Amsterdam nach Newcastle und einmal vom Süden von Irland nach Frankreich. Ich kann mich daran erinnern, vor allem diese Fahrt dann eben durch die Nordsee war wirklich richtig gruselig, sobald es dann dunkel wurde. Und wir hatten halt versucht, dann gegen die Seekrankheit haben wir dann halt Ingwer gegessen und Scotch getrunken. Und wenn du dann abends so, eigentlich nachts, es ist tiefschwarz und du gehst dann nach draußen, torkelst so ein bisschen an dieser Reling lang, dir sprüht halt auch so dieser Wassernebel so kalt ins Gesicht und du blickst dann so runter und du siehst einfach diese schwarzen Wellen, wie sie an dem Schiff zerschlagen. Das ist schon, und dann hast du irgendwann diesen Gedanken, was wäre jetzt, wenn ich einfach da drüber kippe? Ja, du bist tot. Ja, aber es hat halt wirklich, noch mehr was von diesem, wenn ich da jetzt reinfalle, dann war es das so. Und ich bewege mich durch dieses ewig weit, egal wohin ich gucke, jetzt sehe ich auch kein Land mehr so. Und ich blicke einfach in diese schwarze Finsternis und ich bin jetzt einfach auf dieser riesigen Stahlschale. Und wirklich reingehen will ich auch nicht, weil gerade der niederländische Schlagersänger auftritt. Ja, das ist schon, hat mich stark geprägt. Danke dir, Nightmare. Ich habe tatsächlich jetzt auch beim Fliegen, habe ich mir auch die ganze Zeit Gedanken gemacht. Also so bestimmt ein Drittel der Zeit habe ich immer so mir so ausgemalt, wie wir halt irgendwie abstürzen und so weiter und so fort. Also das kriege ich auch irgendwie nicht raus. Ich habe jetzt nicht so eine Angst oder so, aber einfach so die ganze Zeit Gedanken gemacht. Aber was echt geholfen hat, für alle, die auch vielleicht Probleme mit dem Fliegen haben, ich habe einfach Mucke gehört, dann halt auch bei Start und Landung halt vor allen Dingen. Und diese gratis kleine Flasche Wein bestellt. Was für eine gratis Flasche Wein? Ich habe mal so eine, als ich nach Kalifornien geflogen bin. Ja, nach Kalifornien vielleicht. Kalifornischen Wein, so ein Fläschchen bekommen, das haben wir dann reingezimmert. Aber du es ist ja keine Sache von, wenn du jetzt irgendwie in einer Stunde 50 fliegst, bekommst du keinen gratis Wein. Also die Zeiten sind auf jeden Fall vorbei. Ja, das stimmt. Und Kaugummi habe ich auch noch gekaut. Das ist auch noch so in der Kombination, das hat das richtig gut mich so gefokust. Und ist ja auch gegen Druck auf den Ohren. Ja, genau. Ich hätte das auch überhaupt nicht tatsächlich dadurch. Also es ist echt chillig. Das sind 2 gute Tipps noch. Sehr gut. Ja, abseits dessen, also wir machen heute einfach so ein bisschen Just Chatting und haben auch noch so 1, 2, 3 Kleinigkeiten vorbereitet, die wir uns angucken wollen. Und ja, schreibt einfach rein, worüber wir sprechen sollen und auch gerne, wenn ihr auch was habt, wo ihr sagt, ey, da wäre witzig, wenn ihr da mal drauf gucken würdet oder euch das angucken würdet, können wir auch gerne machen. Ja, ich wurde tatsächlich schon drauf angesprochen, dass es bei Spiegel wieder mal ein 5-minütiges Video über die Wahl im Osten geben wird, wo ein lustig aussehender Mann auf dem Thumbnail ist. Ah, das habe ich schon gesehen, ja, mit dem. Das wäre immer gut, wenn man von irgendwelchen Hörern oder so sowas dann zugeschickt bekommt. Ja, das habe ich schon gesehen mit dieser, mit der Gucci-Brille oder was das ist. War das ein AfDler? Aber weiß ich nicht, nee, das ist voll schade einfach. Der kam nur so. Ganz merkwürdig, der kam nur so 10 Sekunden vor. Der hat so einen Satz gesagt und danach war er wieder weg. Aber irgendwas Politisches? Ja, irgendwie, die Leute wurden ja befragt, was da so ihre Meinung zu den Wahlen ist und so. Und hat er halt irgendwie einen Satz gesagt. Ich weiß nicht mehr, was der gesagt hat, natürlich. Und dann war der wieder weg. Das ist ja Clickbait. Das ist Clickbait. Das ist wirklich Clickbait. Ja. Ja, Nächchen fragt, was unsere Meinung zur Zusammenarbeit mit autoritär-kommunistischen Gruppen ist. Voll der Klassiker. Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die kriegen wir sporadisch alle paar Monate. Und im weitesten Sinne
bleibt es so ein bisschen bei dem, was wir auch damals schon in unserer sehr frühen Folge zu Anarchismus und Maoismus gesagt haben, dass das einfach sehr, sehr stark davon abhängig ist, zu welcher Frage diese Zusammenarbeit passieren soll. Also ich würde sagen, man sollte erstmal politische Kräfte als Bündnispartner, in dem Fall, in dem sie einen nicht konkret umbringen wollen, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass sie auch die Chance in naher Zukunft dazu haben. Spreche ich jetzt beispielsweise über sozialistische Zusammenarbeit mit Faschisten oder mit Islamisten. Mhm. Sollte man sonst natürlich immer einfach strategisch auch daran gehen und da nicht so eine große ideelle Kiste rausmachen aus, darf man das jetzt moralisch machen? Ist das gerechtfertigt bei dem, was die Sowjets damals in Kronstadt mit uns abgezogen haben? Sondern man schaut sich das einfach wirklich an, zu welcher Frage passiert das. Es gibt beispielsweise Fälle, in denen man einfach von ähnlichen Problemen betroffen ist, wie beispielsweise von faschistischer Gewalt in einer Stadt oder antikommunistischer Repressionen, gerade in einer aufgeheizten Stimmung im Staat. Da kann man einfach schon aus so einer einfachen Sache heraus ein geteiltes Interesse haben. Gleichzeitig gibt es auch Fälle, in denen man einfach eine ähnliche Schlagrichtung vertritt, wie beispielsweise, dass man Kräfte gemeinsam bündeln kann, weil man eine gleiche Herangehensweise an Basisarbeit hat oder gewerkschaftliche Organisierung und da einen guten Bündnispartner gegen liberalere Kräfte sieht. Das muss man ja auch sagen, es gibt sehr viele Anarchisten, die einfach bedeutend lieber mit wirklich linksliberalen Leuten zusammenarbeiten, anstatt mit Kommunisten einfach, weil es da ja eine deutlich stärkere Abneigung gibt. Und ich glaube, ganz häufig führt das einen in sehr fragwürdige Gassen der politischen Arbeit. Genauso sollte man sich jetzt aber auch nicht darauf verlassen, dass einfach nur, weil man jetzt gemeinsam klassenbewusst linke Politik macht, dass man genau die gleichen Sachen vertritt. Also da kann man auch sehr schnell dann eben die Unterschiede, die man hat, sowohl in strategischer Herangehensweise, Verhältnis zu Demokratisierung von politischen Prozessen, auch in einige Fallen tappen, aus denen man dann auf einmal sehr böse erwacht, weil es dann tatsächlich eine kommunistische Gruppe gibt, die einfach nur anarchistische Kräfte als so ein Sprungbrett nutzen oder als, sagen wir mal, Leute, die dann gut und gerne irgendwie Basisarbeit mithelfen, aber am Ende geht es denen dann tatsächlich darum, dass einfach nur neue Leute bei denen in der Partei oder in der Aufbauorganisation für eine Partei, weil eine wirkliche Partei gründen die ja sehr selten, die den Namen auch verdient. Ja, sie gründen aktuell sehr viele Parteien, die verdienen nur in der Regel nicht den Namen. Das meine ich, ja. Also das wäre so ungefähr zusammengefasst, denke ich, unsere Meinung dazu. Ja, und im Allgemeinen würde ich auch sagen, dass es dann halt sehr stark auch von der jeweiligen Organisation und den einzelnen Akteuren abhängt. Ja. Also es gibt halt auch einfach Leute, die konstruktiv und fortschrittlich einfach, mit denen man konstruktiv und fortschrittlich zusammenarbeiten kann, wo das halt einfach auf Augenhöhe stattfindet. Und dann gibt es halt auch Organisationen und Gruppen, die halt eben fiese Hintergedanken haben oder halt eben sich auch asozial gegenüber einem verhalten. Und dann muss das ja auch nicht sein. Ja, das stimmt. Ja, und Mats fragt, habt ihr Erfahrung mit dem Funken IMT? Also einen Funken... Ich glaube nur MT, oder? Das ist ein Spiegelstrich. Ist das irgendwie so eine Abspaltung vom Funken? Also mir sagt das auch tatsächlich IMT. Oder ist da noch ein I davor? Ich meine, da wäre noch ein I vor, nach dem Spiegelstrich. Ja, stimmt. Mit dem Funken nur online, sonst nicht. Gibt's hier nicht. Also wäre mir nicht bekannt. International. Ach, ist das die einfach nur der deutsche Name von der International Marxist Tendency? Ich blicke da auch ehrlich gesagt, ich bin so ein bisschen aus diesem ganzen, ich bin so ein bisschen aus der Kenntnis von roten Gruppen ein bisschen raus, weil mich das ehrlich gesagt aktuell nicht mehr so massiv interessiert wie früher. Liegt auch einfach daran, dass ich gerade zu anderen Fragen inhaltlich mehr arbeite, deswegen habe ich das auch vergessen. Aber wie gesagt, den Funken kenne ich nur aus der Online-Präsenz. Hier ist mir noch nichts dergleichen unter die Nase gekommen im realen Leben. Ja, die sind auch in Deutschland nicht sonderlich stark. Ist ja mehr Österreich genau. Fokussiert, ne? Ja.
und Nightmare, wie wir zu nordamerikanisch-anarchistischen Strömungen wie zum Beispiel Crime Fing stehen. Also Crime Fing ist ja so ein bisschen aus der Mode eigentlich schon fast wieder. Also zu der Zeit, wo ich so angefangen habe, zumindest ja, auf jeden Fall vor so 10 Jahren zumindest, vor allen Dingen war ja Crime Fing mega, mega krass das Thema. Eigentlich war das so zumindest in Deutschland auch einer der dominanten Thinktanks eigentlich, wenn man so will, und Hauptantriebsgeber für inhaltliche Beschäftigung mit allem Möglichen. Und ich fand damals, mittlerweile kriegt man halt, finde ich, nur noch wenig von denen mit, also die müssen auch auf jeden Fall an Bedeutung verloren haben, müssen auch an Kräften, auch eigenen Kräften verloren haben, weil da einfach weniger passiert. Was ich immer ganz gut fand, ist, dass die sehr schnell in der Lage sind. Ja, schönen Abend noch, Benny, und danke, Marek, für die Übersetzung. Genau, sehr, sehr gut in der Lage sind, sehr schnell halt Einschätzungen zu so internationalen Kämpfen dann zu geben. Also wenn es irgendwo einen Aufstand oder eine Revolution oder sowas gibt, dann haben die immer, die haben ja irgendwie so ein echt riesiges Netzwerk auf der Welt von so auch Einzelpersonen einfach. Und dann gibt es halt immer einen schnellen Text, so wo man halt eine vernünftige, teilweise auch echt vernünftige Einschätzung von der Situation bekommen hat. Das fand ich immer ganz gut und finde ich auch heute noch teilweise ganz gut, was da kommt. Sonst naturgemäß relativ wenig, weil das halt ein Ansatz ist, der ja nicht primär für irgendwie organisierten Anarchismus steht, sondern für eher eine aufständische Tendenz, die ja auch diverse Bezüge dann halt auch in so Kontext, das haben sie jetzt nicht mehr so stark, das hatten sie früher ganz am Anfang mit so Primitivismus und ja, wie du es auch schreibst, Nightmare, das Bookchen hat die auch eher als Lifestyle-Anarchistin bezeichnet und ich glaube, das trifft es auch ganz gut, dass sie eher darin zu verorten sind. Ja, ist immer die Frage, was man jetzt genau als Lifestyle-Anarchistin begreift, weil das waren ja jetzt nicht die, wir setzen jetzt irgendwie einfach konsensbasierte Entscheidungsform und gemeinschaftliches Leben nach anarchistischer Praxis im Jetzt um, sowas gab es bei denen auch, die hatten ja auch Bezüge zu diesen ganzen Sachen, die dann zum anarchistischen Lifestyle dazugehören, wie irgendwelche gegenseitige Hilfe, Sachen in der eigenen Stadt aufbauen, Lebensmittel aus der Mülltonne retten und so ein Gedöns halt, das haben die auch gemacht und ja, Texte darüber verfasst, aber die haben ja auch schon sehr klar eben für beispielsweise bewaffnete Aufstände in den USA aufgerufen und gerade wenn es da irgendwelche militanten Aufstände von Afroamerikanern gab, waren die ja auch immer mit dabei, da dann eben für zumindest behauptet mit der Waffe, aber vor allem eben mit der Tastatur des Computers in die Bresche zu springen. Ja, und tatsächlich war das ja damals auch nicht unüblich, dass man Crime Sync Materialien zur Einführung in den Anarchismus bekommen hat. Also ich weiß noch, als ich hier in einen immer noch existierenden anarchistischen Buchladen in Dortmund gesteppt bin, dass dann ein noch etwas anders aussehender Marian mir eine Crime Sync alles verändern Broschüre in die Hand gedrückt hat. Ja, das war halt auch einfach eine sehr gute Kampagne. Ich würde jetzt halt sagen, dass dieser Text nicht mehr dem entspricht, was ich heutzutage als gute Einführung in Anarchismus betrachten würde, aber es war halt so, dass es, die haben ja diese alles verändern Broschüre in echt zig Sprachen rausgebracht, also auch die wildesten Sprachen, so wo es halt wahrscheinlich irgendwie einen Menschen gibt, oder zwei. Ihr müsst euch das mal angucken, ich weiß nicht, ob diese Website noch existiert, also es war halt wirklich krass, in wie vielen Sprachen da halt was kam. Rotes Toastbrot. Musst du erst mal lesen, was da jetzt passiert ist. Drei Stream-Serie. Und und das war halt einfach eine stabile Kampagne und das wurde halt in sehr hoher Aufzahl halt Anzahl gedruckt und kostenlos verteilt und das war halt für uns damals als strömungsübergreifende Struktur halt eine gute Sache, um es einfach an Leute zu verbreiten und so.
Aber, und das war auch dann halt für ein anarchistisches Printmedium halt gut aussehend, ne? Das waren dann diese kleinen bunten Broschüren. Das war halt auch noch so ein Punkt, dass es halt nicht so eine verlotterte, selbst ausgepresste Schwarz-Weiß. Das ist irgendwie wie so ein Punk-Scene. Ja, genau. Das schaut irgendwie mit Collage vorne. Aber das ist vielleicht auch was, was ich noch abschließend dazu gesagt hätte. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass es in jeder linken WG der Welt irgendwo mal einen Crime-Scene-Poster gab in der Küche. Und das ist halt einfach eine Sache, die stimmt auch, wenn man sich das anschaut. Crime-Scene hat halt wirklich unfassbar viele sehr, sehr schön aussehende, teils sogar sehr unterhaltsame Poster veröffentlicht. Also ich weiß nicht, in wie vielen Regionen dieser Welt ich irgendwo auch mal dieses Pyramidenposter von denen gesehen habe, was dann eben so auf die heutige Zeit umgemünzt wurde. Und ja, das kann man ja schon anerkennen, dass die einfach von so ihrem Stil, von der Propaganda, da auch teilweise eine sehr gute Arbeit geleistet haben. Und ich glaube auch eine, gerade für aufständischen Anarchismus, die das ja eigentlich eher selten schaffen, eine eher aufständischere Tendenz, einfach sehr schöne Medien rausgebracht haben, die auch, glaube ich, viele Leute alleine schon von dem Stil, dass sie gesagt haben, ey, das sieht cool aus. Ich kann mich irgendwie in dieser Rolle als der einsame Streiter gegen Staat und Kapital jetzt sehen. Aber wie du auch sagst, Nightmare, die Klassenperspektive hat eigentlich immer gefehlt bei Crime Thing oder war nur marginal vorhanden. Ja, ja, Mari, also wir kennen dass die Kampagne für eine sozialistische Partei, das wurden wir auch letztes Mal schon gefragt, ich glaube beim letzten Fragestream. Und da ist es aber so, dass wir jetzt nicht so einen großen Bezug dazu haben. Also ich verfolge das halt so ein bisschen oberflächlich, was die halt machen. Die probieren ja wohl auch irgendwie zu fischen in einem freiheitlich-sozialistischen Milieu und in einem, ja, was weiß ich, einem Milieu von halt einer anti-autoritären Linken. Und ja, es ist, wie gesagt, schwer, was daraus zu sagen. Grundsätzlich finden wir es halt immer falsch, halt den Weg von einem Aufbau von einer kommunistischen Partei. Deswegen nehmen wir halt diesen Weg genauso wie alle anderen 10 Aufbauversuche, die es gerade von der kommunistischen Partei in Deutschland gibt, ab. Ja. Nietchen fragt noch, wie steht ihr zu der Arbeit zu Vergesellschaftungsthematiken in der Klimabewegung, wie beispielsweise RWE und Co. enteignen? Ja, das ist auf jeden Fall eine komplexere Frage, finde ich. Ja. Also generell haben wir ja uns schon mal zu Verstaatlichung geäußert, vor allem im Fall von Deutsche Wohnen enteignen war es, glaube ich. Bezug auf den Wohnungsmarkt, wo wir uns für eine Verstaatlichung auch mit ausgesprochen haben, und bei den Verkehrsbetrieben bei der Deutschen Bahn. Ja. Also man muss natürlich dazu sagen, dass eine Verstaatlichung per se sehr viele Formen annehmen kann und auch nicht zwangsläufig immer zu den gewünschten Ergebnissen von einer Verbesserung, ja, im Endeffekt für die Kunden. Also, dass das nicht unbedingt folgen muss. Aber ich glaube, gerade bei Infrastruktur, Wohnung, Energieversorgung kann man gute Argumente dafür anführen, warum Verstaatlichungen aus einer, ja, Konsumentenperspektive sinnvoll sind. Wie stehst du dazu? Also ich meine, die Frage ist ja nach Vergesellschaftung. Natürlich bedeutet Vergesellschaftung in der größten Regel, bedeutet es natürlich in unserer aktuellen Thematik, dass es halt verstaatlicht wird. Aber theoretisch wäre natürlich eine Vergesellschaftung auch möglich, dass es halt, also jetzt beispielsweise in Energieversorgung kann ja auch von breiteren Teilen der Gesellschaft halt erledigt werden. Also ne, es gibt ja auch Dörfer, die wo es dann halt sehr viel regenerative Energien sind, wo die halt selber sehr viel Photovoltaik aufstellen, wo das dann auch dann entsprechend als eine lokale Politik halt so gemacht wird und wo es dann teilweise sogar
die Möglichkeit gibt, ja, schon wird es zu heiß, glaube ich, von auch einer Beteiligung und so. Und da, das ist dann eigentlich eine gute Sache, natürlich, wenn dann halt so ein, auch so ein Dorf dann halt davon halt leben kann, ne? Wenn was halt selber produziert wird an Strom. Und das ist ja, kann man ja auch vergesellschaftet im Sinne denken, aber natürlich ist es jetzt schwierig, das halt für breitere Teil von Bevölkerung zu machen gerade. Und deswegen würde es ja Verstaatlichung bedeuten und das ist halt prinzipiell halt positiv. Ja, wie gesagt, ich würde schon sagen, dass es darauf, also dass es ja unterschiedliche Möglichkeiten gibt, dass man dann, also beispielsweise die Deutsche Bahn ist ja auch immer noch teilverstaatlicht, teilprivatisiert. Das heißt... Aber Nietzsche schreibt es ja auch, also Gruppen, die in diesem Bereich aktiv sind, kämpfen auch aktiv gegen eine Verstaatlichung. Ja, klar. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass die Leute jetzt auch nicht damit glücklich sind, wenn RWE dann einfach als staatlicher Stromkonzern weitergeführt werden würde. Und im Endeffekt sich dann, die wollen das ja auch jetzt weniger aus einer Perspektive von irgendwie ein gewisses Runterschrauben von Strompreisen oder einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei RWE, sondern da geht es ja schon primär eben um den Klimaaspekt, auch wenn die natürlich jetzt immer wieder versuchen, ganz viel auch in gewerkschaftliche Arbeit reinzuwirken. Aber ich meine, so eine, sagen wir mal so, eine Vergesellschaftung in dem Sinne von, es wird abseits vom Staat verwaltet, steht ja absolut in den Sternen. Was man fordern könnte, wäre eine Verstaatlichung. Meinetwegen dann könnte man dann, je nachdem, was für eine Firma es ist, ist das natürlich auch auf einer Länderebene oder so verwalten. Und oder das dann in Kommunal, irgendwie die Firma, das Unternehmen zerschlagen und dann die Einzelteile in kommunale Hand oder so geben. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie genau man das jetzt da rechtlich und politisch bewerkstelligen könnte. Aber was man dann natürlich machen könnte, ist, was man dann fordern kann, ist, dass es dann eine stärkere demokratische Beteiligung der Bevölkerung an den unterschiedlichen Firmen gibt. Dass es da mehr Wirkmöglichkeiten von der Bevölkerung gibt, die Unternehmensführung dann mitzuleiten. Das wäre beispielsweise, was mir jetzt so einfach so aus dem Stegreif in den Sinn kommt. Was du jetzt gesagt hast mit so einer Dezentralisierung von eine Dezentralisierung von Energieversorgung, das ist natürlich was jetzt vom Staat selber auch lange Jahre immer wieder in unterschiedlichen Wellen aktiv vorangetrieben wurde, dass die Leute sich überall Photovoltaik aufs Dach klatschen sollen oder Bauern dann ja ihre Felder aufgeben. Sehr gut. Das brauchst du mal im Stream. Oder Bauern dann ihre Felder verpachten an wen, der dann da eine Solarfarm dezentral draufstellt. Prinzipiell muss man ja schon sagen, dass es deutlich effektiver ist, dass große Kraftwerke deutlich effektiver sind. Also Stromversorgung in so einem dicht besiedelten Land wie Deutschland kann man ruhig auch schon zentralisierter bereitstellen. Kommt natürlich immer auf die Stromform an. Es gibt bei erneuerbaren Energien ja jetzt abgesehen von Wasserkraftwerken und manchen Solartechnologien auch eher kleinere Einheiten von Kraftwerken, wenn man jetzt beispielsweise Gaskraft oder noch Atomkraft nutzen würde, dann sähe es ja anders aus. Müsst ihr mal gucken, es gibt bei den Punkten auch eine Neuigkeit, die ich eingebaut habe seit dem letzten Stream. Echt? Ja, ja. Was ich noch gar nicht weiß. Du weißt das auch nicht. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, roter Anarchist, ich war mal Punk. Allerdings, das ist natürlich wichtig davor zu sagen, bevor ich wirklich politisch aktiv war. Also in dem Moment, wo ich politisch aktiv wurde, also ich habe halt das erste Jahr nur Antifaschismus eigentlich gemacht, obwohl ich schon so anarchistisch, gedanklich unterwegs war. Und da bin ich auch teilweise noch mit einer Lederjacke oder so rumgelaufen. So. Aber das war dann eher so ein Übergang. Also ich war eigentlich eher so Punk für mich selbst tatsächlich. Also bei mir in der Kleinstadt gab es halt einfach keine anderen Punks. Ich hatte halt einen Kollegen,
der auch Punk war. Mit dem habe ich mich dann mal getroffen. Aber habt ihr einen Punk gehört? Wir haben Punk gehört. Und wir haben Dosenbier getrunken. Wir haben auch ein Dosenbier getrunken und wir sind dann auch mit einem das war keine so eine Bluetooth-Box, weil das gab es glaube ich dann noch gar nicht, sondern das war halt so ein mobiler CD-Spieler. Das war ein Ghetto-Blaster. Ja, so eine Art Ghetto. Genau, so eine Art Ghetto-Blaster. Und da bin ich dann mit dem dann auch so um die Häuser gezogen und hab Punk mit dem gehört und Bier getrunken. Ja, und das war dann auch tatsächlich meine Alkoholphase. Also ich hab dann das im Prinzip weitestgehend mit der Politik eingestellt. Ja, Nelchen, du musst mal schauen. Bei dem Instagram-Account gab es mal eine Ankündigung. Ich glaube, das war auch zu der Folge zu den Erfolgstrainern. Kann sein, dass es weg ist. Ich habe halt einige, wir haben ja einige Sachen auf Instagram archiviert, die zu peinlich waren, die für immer im Internet zu behalten. Früher richtig schlimme Ankündigungen teilweise gemacht. Fürchterlich. Richtig hängen geblieben. Ja, aber auf jeden Fall gab es da was, wo Marian als, ich glaube noch in seiner alten Punk-Kleidung mit einer nachgemachten Punk-Frisur uns einen kleinen Text vorliest. Ja, aber, also wie gesagt, ich war da halt noch richtig, richtig jung, ne? Also meine Punk-Phase war so mit 14. So 14 hier rum. War das auch die Zeit, wo du das eine rote Wurst da hattest, oder kam das danach? Das war schon die Phase. Okay, ja. Ja, 14, 15 so. Ja, wenn es da ein Foto gibt, dann kannst du dir überlegen, ob du das in die Story packen möchtest. Ja, ja, ist lange her, ne? Also, es ist ewig her. Ja. Aber es gibt es. Halbes Leben, ja. Hast du Bohnenkamp getrunken? Bohnenkamp? Mhm. Nee, ich weiß ja nicht, was ich speziell getrunken habe. Einfach so, was ging. War halt auch so eine Phase, ne, wo man dann halt nach der Schule schön in den Supermarkt halt sich ein paar Pullen Bier klauen so und dann halt am Bahnhof nach der Schule noch ein, zwei Bier trinken, bevor man halt nach Hause geht. Oh, die mit der Fahne. Die Frage passt, glaube ich, ein bisschen besser dazu, bevor wir zu den weiter zurückliegenden Fragen kommen. Wie lange kennen wir uns? Wir kennen uns jetzt. Ich bin immer ganz, ganz schlecht mit so zeitlichen Einschätzungen und so. 2016, 2017? Ja, das kommt irgendwie gut so hin. 2016, 2017 müsste das, meine ich, gewesen sein. Ja. Ich glaube, 2018 waren wir zusammengezogen. Ja, irgendwie so. Und wir waren halt einfach zusammen dann in einer anarchistischen Gruppe und darüber haben wir uns kennengelernt. Joshua ist halt dazugekommen. Ich habe ihn angeleitet. Ja, da habe ich nämlich alles verändern. Das war, glaube ich, irgendwie so ganz kurz nach dem. Stimmt, daran könnte man es vielleicht festmachen. Das war, glaube ich, ganz kurz nach dem Black Pigeon-Umzug in die großen Räumlichkeiten. Ja, und die große Eröffnung. Und Joshua kam so ganz so in seiner Klasse mäßig mit dem fetten Nackensteak zum veganen Grillen. Nackensteak und vier Pullen Bier. Ja. Ich glaube, als Einziger, der Fleisch gegessen hat, als Einziger, der sich einen reingezimmert hat. Direkt so einfach komplett. Ich glaube, das war die Zeit, wo ich Bruch mit dem, was Trainingsanzug rumgelaufen bin. Kompletter Bruch mit dem, was sonst der Phase war. Aber war lustig, auf jeden Fall. Ja. Das, ja. Und du wurdest ja trotzdem nett aufgenommen. Das stimmt, auf jeden Fall. So. Das gefällt dir, Sally, ne? So, was haben wir noch? Genau, wir hatten das mit Befreiungssozialismus ähnlich wie autoritär-kommunistischen Gruppen. Ich würde schon in der Tendenz sagen, ja, also so von der groben Tendenz, die wir halt so gesagt haben, also dieses Undogmatische, ne, dass man halt jetzt erstmal
erstmal halt sich konkret anguckt, worum es halt letztendlich geht. Also es gibt natürlich grundsätzliche Positionen, die wir sowohl halt jetzt so zum Leninismus und so weiter halt haben, als auch zu Befreiungsnationalismus. Aber dass man sich halt die einzelnen Akteure erstmal anguckt. Und da gibt es natürlich sehr große Unterschiede, ob das jetzt halt islamistische, faschistische oder linke befreiungsnationalistische Tendenzen halt sind. Und es ist ja klar, dass es bei einigen Ansätzen davon keinerlei Diskussion gibt, was man damit jetzt, ob man da jetzt was mitmacht oder nicht. Und bei anderen gibt ja auch befreiungsnationalistische Ansätze, die uns eigentlich sehr nahe stehen. Ja, also ich meine, man muss ja erstmal so sagen, der Nationalist... Zum Beispiel die Befreiung der Kanaren. Ja, bin ich ganz, ganz heiß mit dabei, nachdem ich einmal einen Cluburlaub da gemacht habe mit 8 oder so. Das ist jetzt die Frage, wo ist Negativland? Das wäre jetzt ein Moment gewesen. Habe ich die Windpocken bekommen. Uff. Scheiße, war das ein beschissener Urlaub. Ja, aber erstmal muss man ja dazu sagen, also prinzipiell macht man natürlich mit dem Nationalismus, wenn es jetzt nicht direkt in einen sozialistischen Staat oder eine libertär-sozialistische Gesellschaft mündet, ja erstmal einen ziemlichen politischen Fehler unserer Meinung nach. So. Klar. Was ist dann aber, wenn man sich dann aber nationalistische Befreiungsbewegungen anguckt, da gibt es ja tatsächlich die einfach sich hinter der Fahne aufgrund von, ja sagen wir mal, der Sozialismus vor Ort drückt sich in nationalistischen Mustern aus oder mit nationalistischen Anteilen, würde ich sagen. Das ist beispielsweise so, wenn man sich das mit weiten Teilen der kurdischen Linken anguckt. Und dann kann man ja auch sagen, dann hat dieser Nationalismus natürlich einen anderen Charakter in dem, was er tatsächlich dann fordert. Weil ob jetzt viele oder wenige folkloristische Elemente da drin sind oder es viel oder wenig Heimat- und Kulturkitsch dabei gibt, da würde ich erstmal sagen, würde ich jetzt nicht irgendwie die großen Probleme aufmachen, sondern muss man sich genau angucken, was ist es beispielsweise, wie wir es dann in der Folge zu Rojava besprochen haben, wie soll dann eigentlich die Verfassung von so einer neuen revolutionären Gesellschaft ausschauen? Wie plant man da vor Ort dann sein Rechtssystem und die Eigentumsverhältnisse anzugehen? Was ist der langfristige Transformationsplan? Das finde ich ist viel wichtiger, als jetzt ob, was für eine Fahne wählen die Leute jetzt, die vor Ort dann dort gesellschaftliche Veränderungen oder Revolutionen anstreben. Und mit expliziten Nationalisten, die jetzt beispielsweise einfach ein sozialdemokratisches System fordern oder tatsächlich auch einfach nur einen liberalen, modernen Nationalstaat erkämpfen wollen oder meinetwegen auch einen konservativen, modernen Nationalstaat, da muss man sich dann halt einfach in der Situation selber anschauen, ob das gerade passende Bündnispartner sind. Weil es kann auch sein, dass man beispielsweise in Deutschland einfach mal bei einem bestimmten gesellschaftlichen Kampf auf einmal eine Schnittmenge mit konservativen Kräften hat, die gerade in diesem politischen Kampf stark sind. Und wenn es halt gerade die Gemengelage dann, wenn es dann durch die Gemengelage gebraucht wird, dann arbeitet man halt strategisch zusammen. Und so ist es dann auch bei befreiungsnationalistischen Kämpfen so. Wie gesagt, das soll jetzt nicht heißen, nicht, dass das wieder, das muss man ja immer dazu sagen, in so eine falsche Richtung verstanden wird, von dass man dann sich einfach mit allen Leuten irgendwie zusammentut und da überhaupt keinen Anspruch dran legt, ob die Leute einen später umbringen wollen oder was weiß ich, gerade irgendwie währenddessen Völkermord oder so planen, das meint das natürlich nicht. Ja, nein, mehr das Sagen vielleicht. Das sagt vielleicht die kurdische Bewegung, aber ich würde halt schon sagen, dass also die kurdische Bewegung strebt nominell keinen Nationalstaat an. So, ne? Das ist prinzipiell richtig. Also die kurdische Bewegung nach Abdullah Öcalan gibt ja auch noch mehr. Und aber alle anderen Faktoren sind eigentlich weiterhin fast noch erfüllt. Also ich würde eigentlich sagen, dass so viele Aspekte gibt, die halt so richtig hervorstechen bei der kurdischen Bewegung, dass sie halt weiterhin eine nationale Befreiungsbewegung halt sind, auch wenn sie keinen Nationalstaat mehr als Primärziel halt haben. Ich meine, also wahrscheinlich würde sogar, wenn jetzt die Staatenwelt sagen würde,
hey, ihr könnt halt euren Nationalstaat haben, dann würden die wahrscheinlich auch sagen, okay, machen wir so. Kann ich mir zumindest vorstellen. Aber generell denke ich, dass alles guckt halt darauf, was halt in Rojava passiert. Es gibt halt eigentlich diese gesamte Bewegung, gruppiert sich um diesen Befreiungskampf in dieser Region. Ja, es gibt sehr, sehr wenig eine eigene Praxis und eine eigene Beteiligung an den materiellen Kämpfen hier. Und das gesamte Mindset von den Leuten spielt sich einfach da ab. Ja, dazu würde ich auch einfach mal die Frage in den Raum werfen, was ist denn jetzt eigentlich da Nationalismus und was wäre der Nationalstaat, den man erkämpfen will? Ja, diese kurdische Identität, die ist halt super krass halt trotzdem, ne? Also, ja, also man kann es ja erstmal so fassen. Ich würde sagen, die kurdische Identität in dem kurdischen Befreiungskampf ist zentral. Ja. Ist auch zentral für, wie man sich Rojava und die anderen dann eher auf PKK-Linie stehenden kämpfenden Gruppen sich ihre Gebiete vorstellen würden. Von dem, was wir jetzt von der Verfassung von Rojava mitbekommen haben, ist es keine Einrichtung von einem sozialistischen System und sieht jetzt keine Enteignung der Kapitalisten und großen Landeigentümer vor. Und es gibt zwar keine parlamentarische Demokratie, sondern es gibt eine eher Durchdemokratisierung der Gesellschaft. Und da würde ich sagen, befindet sich, also gibt es etliche Charakteristika, die das jetzt erstmal als einen klassischen Nationalstaat darstellen würden. So ein Nationalstaat kann ja auch sein Staatsvolk unterschiedlich definieren. Mhm. Also es gibt ja auch diverse nationalistische Bewegungen, die eine multiethnische Bevölkerung vorgesehen haben. Und das ist jetzt bei Rojava beispielsweise auch so, dass sie dann explizit sich dann als mit ins Boot geholte, also sie sagen natürlich, theoretisch ist das, also sie sind in dem Sinne, sind sie ja antinationalistisch oder internationalistisch, dass sie sagen, das soll hier für, das ist eigentlich ein Konzept, was für alle Ethnien gelten soll und alle sollen sich demokratisch verwalten, ja. Aber jetzt das, was jetzt in Rojava passiert, das bezieht sich ja vor allem auf eben Assyrer, Aramäer, Turkmenen, also die irakischen, syrischen Turkmenen und eben die Kurden und dann noch so ein paar andere, was hat man dann noch in der Ecke? Ich glaube, noch ein paar Armenier dürfen da auch noch irgendwie vor Ort rumgeistern. Also, dass man sich eben auf die Ethnien dann als Staatsvolk mitbezieht. Und das ist ja jetzt nichts, was irgendwie, würde ich sagen, jetzt erstmal dann dein starker Einspruch dagegen ist. Ja. Genau, und Roter Anarchist, du schreibst es ja auch. Also, ich kenne mich tatsächlich jetzt nicht so gut mit dem eidsgenössischen Nationalismus aus, um zu sagen, wie das da sich von dem eigenen Nationalismus entwickelt hat, wie man sich da auf diese vier Völkerscharen da bezogen hat in der Nationalbildung. Aber das wäre natürlich eine gute Idee, wo Nationalismus eben, würde ich bislang sagen, von dem, was ich von der Schweiz mitbekommen habe, eigentlich recht erfolgreich funktioniert. Ne? Ja, und wo das halt auch kein Merkmal dafür ist, dass es jetzt nicht eine Nation ist oder so. Ja, ich glaube, das kann man bei der Schweiz echt nicht sagen. Nee, genau, ne? Aber deswegen, das schließt sich ja nicht aus. Was halten wir von der zweiten Staffel von Ringe der Macht? Also ich habe die auf jeden Fall noch nicht gesehen, du? Nee, ich habe tatsächlich mir noch nichts dazu durchgelesen. Ich habe bislang sehr viele Clickbait-Videos vorgeschlagen bekommen mit, das ist irgendwie wie ein Schlag in die Fresse von Tolkien oder so. Ja, das war ja auch klar, dass es wieder so laufen wird. Ich muss halt tatsächlich sagen, ich glaube, wir haben auch schon mal einmal darüber geredet irgendwann. Ich fand tatsächlich die erste Staffel weniger schlimm, als es dargestellt wurde. Also ich habe natürlich schon Besseres gesehen und so. Es war jetzt halt natürlich für eine der teuersten Serien aller Zeiten. Es war halt in Ordnung. Genau, für mich war es auch in Ordnung und viel weniger schlimm, als es halt jetzt da propagiert wurde. Da fand ich halt an viele andere Sachen viel schlimmer von der Entwicklung her. Und deswegen bin ich interessiert an Staffel 2 und werde mir die auch angucken.
Und dass ich jetzt halt mega hyped bin oder so. Also ich habe ja noch nicht mal einen Trailer gesehen. Also ich hab ein bisschen Sorge tatsächlich, weil das heißt natürlich nichts, ne? Bei Staffel 1 wurde das auch schon gesagt, aber jetzt sind halt sehr viele Leute sagen, dass er jetzt noch schlimmer. Oh, da hat jemand saure Bonbons. Ja, dann was Neues entdeckt. Aus dem guten Totenkopf-Aschenbecher. So, dann könnt ihr jetzt einmal, beziehungsweise rotes Toastbrot kann einmal auswählen, welche Farben wir essen sollen. Wir haben einmal rot und blau. Ich hoffe, ich habe nur eins rot, eins blau. Dann machen wir es einfach so, oder? Ja, ich glaube, ich nehme die rote Pille. Du nimmst die rote Pille. Nächstes Mal sind dann auch ein paar mehr blaue drin. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, also zumindest ein bisschen, also spoilert nicht zu sehr. Das sind hier die altbekannten Headbangers. Und die stapeln wir uns jetzt rein. Boah, ich hasse die Dinger so richtig krass. Ich finde es immer schade, dass die am Anfang nur sauer sind. Aber die sind halt heftig. Findest du die echt so schlimm? Sauer? Und das schon. Gerade. Ich weiß gar nicht warum. Hi, Walt Ennekes. Wusste ich. Wir essen gerade saure Bonbons. Aber es gibt noch viel zu beantworten. Sind Nationalfahnen immer abzulehnen? Fragt Roter Anarchist. Also prinzipiell schon. Auch von nicht mehr bestehenden Nationen? So, ich will gar nicht wissen, was du schon wieder im Sinn hast. Ja, stimmt, Lana. Joshua muss, wenn das kommt, jetzt immer zwei gleichzeitig essen. Muss ausgeglichen. Aber er kann das auch gut verbergen. Joshua ist ja generell ein Meister der Mimik. Und dann, ja, wenn er das Gesicht verzieht, dann muss schon ganz schlimm sein. Ja, die Flagge des Imperiums. Gott. Oh nee. Ja, nein, wenn das mich jetzt schon gewetpillt hat, dann werde ich nicht wissen, was jetzt passiert. Muss ich ja jetzt zwei Stück dann? Ja. Okay. Essen wir jetzt zuerst das eine auf oder müssen wir die jetzt direkt nachschieben? Da sind zwei Stück drin. Wie? Kein Scheiß, da sind zwei Stück drin. Wow! Jackpot, was geht? Das ist ja mega. Vielleicht sogar ein blaues und ein rotes. Bin auch mal gespannt. Ja, müssen wir die jetzt direkt nachschieben oder können wir das andere erst aufessen? Ich glaube, wir müssen direkt nachschieben, ne? Ja, würde ich sagen. Ich hätte hier schon das Glück. Boah, die sind aber klebrig. Das ist zum Glück ein bisschen besser als erst, aber ist auch scheiße. Na, fang du mal an. Ich rätsel dich raus. Okay, dann mit den Bonbons im Mund, okay? Feindliche Stürme durchtoben die Lüfte, drohende Wolken verdunkeln uns das Licht. Mag uns auch Tod und Gefängnis erwarten, gegen den Klassenfeind ruft uns die Pflicht. Für Freiheit und Gleichheit, Geschwisterlichkeit steht auf unseren Fahnen, schwarz und rot. Die Fahnen des Sieges, der Menschheitsbefreiung, die schwarz-roten Fahnen der Emanzipation. Die Fahnen des Sieges, der Menschheitsbefreiung, schwarz-roten Fahnen der Emanzipation.
Auf, auf nun, Genossen, greif zu den Waffen. Wir machen Schluss mit der Reaktion. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden. Für den Sieg der Freien Arbeiterunion. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden. Für den Sieg der Freien Arbeiterunion. Ja, Singstar war ich immer im Takt. Musst du nochmal dran. Danke euch, danke euch. Ja, mein Steckenpferd ist eher die DDR-Hymne, würde ich sagen. Das deutsche revolutionäres Lied gut angeht. Ja, das geht nicht ohne Schmatzen aus. Also, mal nehmen. Still gesessen. Nur noch anhand von irgendwelchen Punkten hier durch den Stream. Haut ihr alles raus jetzt. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich glaube, wir hatten noch den Verweis darauf. Ich glaube, Nationalfahren haben wir schon gesagt, oder? Ja. Machen wir nochmal eine Folge mit Antje Schrupp. Das ist doch mal eine Idee. Das ist eine geile Idee. Was hättest du denn gerne als Thema? Also, ich kann sagen, das ist nicht geplant. Aktuell ist das nicht im Kopf. Aber es kommt auf jeden Fall noch eine Folge zum Feminismus in der nächsten Zeit. Ein feministisches Thema. Das kloppen wir noch raus. Aber nicht mit Antje. Das ist ja auch so ein bisschen das Steckenpferd von der Dame, oder? Was? Feminismus oder was? Ja, was denn sonst? Fällt dir irgendein anderes Moped ein? Naja, die Leute denken echt, ich verpiesel mich komplett. Wir wollen jetzt nochmal alles, was sie angesammelt haben, einfach nochmal rauskloppen, weil die nicht mehr wissen, ob das Projekt überhaupt noch gibt, ob das noch was wert ist, was sie da angesammelt haben, weißt du? Ja, also. Theologie und Anarchismus, meinst du? Nightmare. Ist, da steckt sie ja auch drin, wa? Stimmt, die hatte auch irgendwas da oben mit dem Mann in den Wolken am Hut, ne? Ja, ist so. Ist so. Aber ich weiß nicht, ey. Was ist schon eine Möglichkeit, würde ich sagen. Ist schon, das ist ein Thema, hatten wir bisher nicht. Hatten wir in der Form nicht. Müsste mal kommen, was eigentlich. Ja, was soll ich dir sagen? Also ich werde auch mal, glaube ich, wenn der VfL im Strafraum steht. Okay. Oh Gott. Wird auch so. Ja, nee, hast du recht, Nightmare. Hast du recht, an und für sich. Mit Antje ist halt immer gut Kirschen essen, ne? Ja. Ja, stimmt. Nightmare, die war Theologin. Ja, deswegen wäre es auf jeden Fall spannend. Was habt ihr noch gestellt? Gucken wir nochmal. Da waren wir. Ich glaube, wir haben eigentlich alles Wesentliche durch. Oder? Ich glaube schon. So, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal rein in das, was wir noch an Videos mitgebracht haben. Sad, ich habe ein bisschen Angst, was jetzt kommt, aber es gibt ja auch diese Zeichnen, es gibt so eine Zeichnen-Option weiter hinten in den Punkten. Mm. Lukas, was zeichnen? Ich glaube nicht, dass irgendwo wer von uns zeichnen kann. Das glaube ich auch nicht. Es ist einfach,
Ich würde nicht sagen, dass irgendwer von uns besser zeichnen kann. Warum hast du denn den ganzen Scheiß da reingetan? Weiß ich nicht, weil das Leuten Spaß macht. Weil das Leute animiert, häufiger zuzugucken, um diese banalen Punkte zu sammeln, um uns dann zu quälen. Gute Nacht, roter Nächst. So. Was machen wir denn hier zuerst? Lass uns doch mal erstmal hier den Spaß zum US-Wahlkampf machen. Okay, okay. Da wurden wir doch ein paar Mal schon gefragt von Leuten, ob wir uns da mal zu äußern können. Okay, dann... Ich sehe, Spiegel TV hat ein Video dazu veröffentlicht. Wollen wir noch dann einmal noch auf Nähchens Frage kurz eingehen und dann einmal rüber? Scheiße, ey. Das Name muss mir jetzt den Scheiß reinziehen. Hast du noch eins? Nee. Ich habe die beiden gerade aus dem einen gegessen. Ah, hier ist noch eins für dich. Und das ist, glaube ich, das, was wir bei den 13 Fragen zur Schule als individuelle Förderung bezeichnet haben, ne? Ja. Die Zuschauer lieben unser Schmatzen, das glaube ich direkt. Direkt so ein bisschen so ein... Ich habe richtig Schweißausbrüche mittlerweile. Ich hoffe, ich bekomme keinen Dünnpfiff davon. Boah, was ist das denn für ein Bonbon? Guck dir das mal an. Boah, das ist völlig zerstört. In dem Sinne, ein selbstoptimierender demokratischer Zentralist-Nightmare. Eigentlich fast richtig. Ich würde sagen, ein selbstoptimierender demokratischer Dezentralist.
Guck mal, habe ich die Kurve bekommen, bevor ich hier wieder die angstvollen Blicke bekomme, weil ich das Wort Karriere in den Mund nehme. Sadi, wir machen doch auch immer andere Geräusche. Ich habe zum Beispiel gerade mit meinem Bonbon im Mund rotiert. Und ich habe auch schon mal lange. Wir haben ja nicht nur geredet und nicht nur geflüstert. Ich denke, es war schon ein ASMR-Erlebnis, was auch andere Sinne berührte und nicht nur das Gesagte in leise. Also wenn ein Bonbon 2000 kostet, finde ich, was das war, das, was wir für 5000 abgeliefert haben, auch fair. Ja, Nightmare, das ist doch eine gute Idee. Man muss halt einfach wirklich bei so einer Kaderfrage, da muss man halt tiefer rein in das Verständnis. Also weil, das mag auch, das ist ja auch so, dass es dann halt auf einer oberflächlichen Ebene sich manchmal halt dann auch ähnlich anhört. Aber das ist halt, es gibt schon sehr, sehr unterschiedliche Verständnisse von was Kader ist und was die Funktion ist und der Inhalt in den unterschiedlichen Strömungen der Linken. Aber dieser Kern ist einfach, dieser Kern ist einfach eine Sache von diesem, was wir halt beschrieben haben, dem Engagement, der Willenskraft, der Umsetzung, der Verinnerlichung des Weges halt. Schönen Abend noch, Sadi. Mach gut. So, und jetzt gehen wir rein. Gucken mal, was die Amis das schon wieder machen. Highlights aus dem TV-Duell zur Erstwahl. Wir haben ja bisher sehr, sehr wenig auch, also jetzt noch ganz kurz, nur 3 Minuten. Wir haben bisher sehr, sehr wenig über den Wahlkampf dort gesprochen. Vielleicht auch, wenn ich schon solche Zitate wie das hier lese. Swingfield essen sie Hunde, die Leute, die reingekommen sind. Da muss man halt auch sagen, an sich macht der Wahlkampf ja schon mehr Spaß als hier. Aber da kommt auf jeden Fall auch noch einiges dazu von uns, speziell wenn es dann ja, näher zur Wahl geht, weil ich meine, die US-Wahl, es ist ja generell immer so ein ewig langes Tromborium, um auch in Deutschland um die Wahlen, da wird ja monatelang vorher schon darüber geredet, aber in den US-Wahlen ist es ja noch krasser, die fangen ja gefühlt ein Jahr vorher an, das erste Mal darüber zu reden und das wird die ganze Zeit so behandelt und so, ne? Und aber wir fangen dann halt erst das Intensive an, damit zu reden, wenn das dann auch kurz davor steht. Das ist ja auch sonst einfach nur dieses Schauspiel da bedienen. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating... Die Reaktion ist aber auch geil von ihr. Das ist halt auch die einzige... Können wir das bitte gleich mal, wie man das jetzt immer bei so öffentlich-rechtlichen Formaten macht, können wir das mal bitte fact-checken? Essen Sie... Also, keine Ahnung, wenn sie wirklich in Springfield die Hunden und die Katzen von den Leuten essen, dann wäre ich auch vielleicht Trumpist. Aber es nicht die armen Katzen. Ist schon sehr geil, wie sie reagiert und auch dieses Standbild. Ja. Ist perfekt. So wie ich das mitbekommen habe, also ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber das wurde jetzt in der Tagesschau, war es, glaube ich, nochmal gesagt, dass das jetzt das einzige Mal sein soll, dass die beiden in einem TV-Format aufeinandertreffen sollen. Wow, okay. Was ist das denn? Normalerweise machen die das doch 6 Mal oder so. Ja, eigentlich meine ich auch, dass das häufiger passiert. Mhm. Deswegen war ich nämlich auch überrascht, dass das jetzt wohl das TV-Duell ist, was wir bekommen. Also es gibt ja immer dieses eine sehr große TV-Duell, aber ich meine auch, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, wo die beiden Kandidaten aufeinandertreffen können. Mhm. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. His former Secretary of Defense has said the nation, the Republic, would never survive another Trump term. And when we listen to this kind of rhetoric, when the issues that affect the American people are not being addressed, I think the choice is clear in this election. Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression.
Donald Trump left us the worst public health epidemic in a century. Donald Trump left us the worst attack on our democracy since the Civil War. And what we have done is clean up Donald Trump's mess. Look, we've had a terrible economy because inflation has, which is really known as a country buster, it breaks up countries. We have inflation like very few people have ever seen before, probably the worst in our nation's history. Trump abortion bans that make no exception even for rape and incest, which understand what that means. A survivor of a crime of violation to their body does not have the right to make a decision about what happens to their body next. That is immoral. Vielleicht dazu, was ich ganz spannend finde. Also erstmal kann man ja einmal anmerken, dass es immer einfach komplett daneben ist, dass die Leute sich einfach immer an den Kopf werfen, dass der ein oder andere die Wirtschaft ruiniert hatte, weil das natürlich auch einfach immer von sehr vielen Faktoren abhängig ist, die jetzt nicht direkt in deren Händen liegen. Aber das andere ist, dass tatsächlich, soll jetzt nicht heißen, dass Trump irgendwie ein großer Feminist ist oder so, oder seine Position zur Abtreibung und die jetzt der Republikanischen Partei irgendwie besonders toll sind. Tatsächlich ist es aber so, dass jetzt unter Trumps Präsidentschaft das erste Mal im Programm der Republikanischen Partei seit etlichen Jahrzehnten nicht mehr ein nationales Abtreibungsverbot gefordert wird. Jetzt in der aktuellen Periode, genau. Die er anstrebt. Sonst war das immer eine Forderung, dass auf nationaler Ebene das verboten werden soll. Und Trump ist jetzt der Kandidatur, der das erste Mal sich dafür einsetzt, dass es nur auf einer staatlichen Ebene entschieden werden soll. Interessant. Ja. Ist auch schwer zu durchschauen wahrscheinlich, warum das jetzt kommt. Ne? Also die Einschätzung, die ich bisher lang dazu mitbekommen habe, ist, dass er, dass die Evangelikalen, die für ihn stimmen, das könnte halt tatsächlich sein, dass die radikalen Christen und vor allem eben die Evangelikalen dadurch jetzt auch eine Enttäuschung erfahren, dass es aber schon eher so ist, dass er damit versucht, sich auch wieder einem moderateren Publikum von den Wechselwählern zu öffnen, weil das ja schon bei den Frauen ein sehr großer Mobilisierungsgrund gegen ihn war, dass er gerade bei diesen Suburban Moms, die zumindest Bauchschmerzen dabei bekommen haben, auf die zugehen möchte und hofft, dass die radikalen Christen sich damit zufrieden geben, dass sie in ihren eigenen Staaten, wie es dann eben in einigen Staaten schon gemacht wurde, Abtreibungen dann verbieten. Das ist auch ein interessanter Punkt, den du schreibst, Marek, dass laut dem Faktencheckern Trump etliche Male gelogen hat und Harris nur zweimal. Und es ist ja auch normal geworden. Also, wenn früher jetzt, was weiß ich, halt vor 20 Jahren oder so, halt irgendwie ein Politiker in so einer TV-Debatte wirklich so aktiv gelogen hätte in irgendeinem Punkt, das wäre halt ein Skandal gewesen. So. Ja. Und da wäre halt lange drüber geredet worden. Das war halt zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in den USA war oder so, aber. Und jetzt ist es halt einfach auch normal geworden. Das ist natürlich die Frage, was man jetzt schon als Lüge definiert, weil ich kann mir auch vorstellen, wenn ich jetzt irgendwo in so einer Show stehen müsste und zu allen Problemen irgendwie, die gerade so in der deutschen Nation passieren, reden müsste, kann ich mir auch vorstellen, dass selbst wenn ich vor gut gebrieft bin, ich hier und da irgendwie mal Unfug oder so erzähle oder eine Sache, die zumindest fragwürdig ist. Speziell, wenn man sehr alt ist. Ja. und auch, wie das ja bei Trump auch der Fall ist, wurde ja mal so nur jetzt halt auf Biden abgetan, aber der Typ hat ja, also Trump hat ja auch Aussetzer, diverser. Ja, klar, gegenüber Biden war er real jünger und er wirkte natürlich auch viel vitaler. Ja. Aber ich glaube, mit der Präsidentschaft dürfte er dann auch auf die 80 zugehen. Ne? Ja. Ich glaube, der kratzt gerade am Ende der 70er. Und da ist natürlich Kamala Harris jetzt die tatsächlich, also die ist ja auch schon älter, aber die dagegen natürlich recht jung und vital jetzt wirkt. Aber das stimmt, Bold Anarchist, Trump kann das recht gut so einfach Scheiße erzählen. Und ja, es ist schon, das muss man ja auch immer dabei bedenken, es funktioniert einfach sehr gut, wenn man in
öffentlichen Formaten absolute Aussagen tätigt. Also ich glaube, so wie wir uns hier häufig hinstellen und irgendwie sagen, ja, das würde ich vielleicht in die Richtung einschätzen, das muss man auch dabei bedenken, das kommt einfach nicht so gut an, das kommt auch nicht für Shorts oder so gut an. Du musst halt einfach knallharte, absolute Aussagen machen, selbst wenn sie, ja, ein bisschen gelogen sind zu einem gewissen Grad, weil es überzeugt die Leute einfach. Merke ich auch immer bei uns, es gibt ja in dem Podcast, gibt es ja dann immer die Stelle am Anfang, wo kurze Ausschnitte aus dem Podcast gesammelt werden, und da probiere ich natürlich auch mal sehr prägnante Aussagen rauszufiltern, und das fehlt uns dann manchmal auch, fehlt ja generell der Linken, dass man halt auch mal prägnant auf irgendwie klar in kurzen Sätzen was anspricht, problematisiert oder auch mal überzieht oder so. Und ja, das ist halt witzig, weil das halt immer so gesagt wird, dass das halt eben, ja, wäre halt Populismus und so, aber das machen halt alle Politiker. Funktioniert halt. Ja. One does not have to abandon their faith or deeply held beliefs to agree. The government and Donald Trump certainly should not be telling a woman what to do with her body. Just so you understand, they sent her to negotiate peace before this war started. 3 days later, he went in and he started the war because everything they said was weak and stupid. They said the wrong things. That war should have never started. She was the emissary. They sent her in to negotiate with Zelensky and Putin, and she did. And the war started 3 days later. Das ist ja mega geil. Was ist das denn für eine Anschuldigung? Ohne Scheiß, das ist richtig Gold. Was zur Hölle? Also das, was sie gesagt haben, war dumm. Ja. So, sie ist schuld, dass es jetzt einen Ukraine-Krieg gibt. Ist einfach geil. Ja, das ist wirklich gut. And that's the kind of talent we have with her. Yet again, I said it at the beginning of this debate, you're going to hear a bunch of lies coming from this fellow. And that is another one. When I went to meet with President Zelensky, I've now met with him over 5 times. The reality is, it has been about standing as America always should, as a leader, upholding international rules and norms. You now say you're going to keep Obamacare, quote, unless we can do something much better. So tonight, 9 years after you first started running, do you have a plan? I have concepts of a plan. I'm not president right now. But if we come up with something, I would only change it if we come up with something that's better and less expensive. And there are concepts and options we have to do that. And you'll be hearing about it in the not too distant future. Das liebe ich ja. Also, ja, haben Sie eine gute Alternative zu Obamacare? Ja, ich habe Konzepte für einen Plan. Die kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Sie werden davon in der Zukunft hören. Sie sind aber besser und werden es günstiger machen als vorher. Also, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber eigentlich kann ich fliegen. Ich möchte es dir nur gerade in diesem Moment nicht zeigen. Das wird doch witzig. Aber vielleicht tatsächlich eine Sache, die man noch bei Trump dazu sagen kann. Es ist tatsächlich so, dass ich ein paar Mal schon die Einschätzung gehört habe, dass Leute davon überzeugt sind, dass Putin unter der Trump-Präsidentschaft nicht die Ukraine angegriffen hätten. Mhm. Also möglicherweise, weil sie einfach zu viel Angst vor seiner Unberechenbarkeit in dieser Situation hätten. Die Russen jetzt? Ja. Und vor Trump. Und sie beiden einfach als viel besser einzuschätzen werden. Weil Trump hat ja während seiner Präsidentschaft, also die Sache ist ja die, ein Präsident kann ja schon als Oberbefehlshaber der Armee und mit den Executive Orders auch immer wieder kleinere Militärschläge ausführen, vor allem so Vergeltungsschläge. Natürlich jetzt für einen lang angelegten Krieg brauchen natürlich die Zustimmung vom Kongress, damit er das Geld dafür bekommt. Aber dass man eben davon ausgeht, dass es da vielleicht dann Putin doch zu heikel gewesen wäre und er einen anderen Weg gewählt hätte. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt so stimmt, aber ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht deswegen das auch so angesprochen hat.
Ja, das finde ich halt total schwer zu sagen, ob das jetzt irgendwie realistisch ist oder nicht. Ich meine, es gibt ja auch... Das war jetzt auch kein Argument für eine Trump-Präsidentschaft. Nein, ich das nur, ist mir auch klar. Finde ich nur aber interessant, dass man so einen... Ja, wenn... Aber es gibt ja auch... So einen wilden Hund als Präsident hat. Weiß man nicht, beißt er jetzt zu oder nicht, wenn ich zu nah an den Zaun komme. Ja. Kann er da drüber springen oder nicht? Ich glaube, ich wechsle doch lieber die Straßenseite oder meinen Heimweg von der Schule. Ja, ist irgendwo ein Punkt. Gleichzeitig gibt es ja auch ja, recht gute Belege dafür, dass es dann auch dann eine Kooperation möglicherweise auch gab, dass halt Trump halt durch russische Einflussnahme auch mit der Wahlkampf beeinflusst wurde und so in den USA. Ja. Also deswegen gibt es halt, glaube ich, da so ein paar Für und Widers. Hätte auch sein können, dass er gesagt hätte, ja, dann macht Putin halt, was er da macht. Und also er hätte natürlich schon sagen müssen, dass das halt scheiße findet, aber dass dann halt nicht die gleichen Militärmittel in die Ukraine jetzt fließen oder geflossen werden, wie das jetzt aktuell der Fall ist. So, das glaube ich so oder so. Also. Vielleicht hat er aus dem Deal vorgeschlagen, du kriegst die Ukraine, wir Belarus. Ja. Trump-Putin-Pakt. Okay, was hast du noch mitgebracht? Ja, ich hatte zwei Sachen aus der Ecke von Kanada, weil ja schon die Frage kam, wo ich da hinreise. Ja. Und ich werde mich da im Raum Kitchener-Waterloo aufhalten. Ja. Und ich kann natürlich jetzt noch nicht so viel dazu sagen, aber was ich ganz witzig fand, war, dass, und das war das, was ich immer wieder über diese Doppelstadt gelesen habe, einmal ganz interessant, ich glaube, das war, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es der Kitchener oder Waterloo Teil, man sagt halt immer, dass das so die Twin City da ist, weil es halt zwei Städte sind, die eigentlich im Endeffekt eine Stadt sind. Mhm. Und hieß auf jeden Fall früher Berlin. Das ist eine Region, wo halt sehr, sehr viele deutsche Migranten eingewandert sind. Und bis zum Ersten Weltkrieg hieß die Stadt halt noch Berlin und wurde dann eben, weil es da auch eine sehr starke antideutsche und fremdenfeindliche Stimmung dann während des Ersten Weltkriegs gab, dann auch geändert, weil es dann auch immer wieder zu so, ja, so pogromartigen Ausschreitungen eben gab, wo dann deutsche Geschäfte zerstört wurden, deutsche Literatur in der Straße verbrannt und so, solche Geschichten. Ja, und deswegen ist es auch so, weil eben die deutsch-migrantische Kultur da so stark verwurzelt ist, gibt es tatsächlich dort das zweitgrößte Oktoberfest der Welt. Was? Ja. Ja, aber dann bist du ja sogar zur richtigen Zeit. Genau, ich bin da. Ja, da musst du ja natürlich dahin. Ja, ich werde auch wahrscheinlich musst. Dann... Ich habe auch schon... Ja, okay. Dann werde ich einmal da hingehen. Dann kann ich ja mal gucken, was die... Das ist die, mega geil. Weil ich habe halt schon gehört, dass es da... Es gibt auch so ein paar Lokale, die deutsche Küche dann anbieten. Und das ist ja immer recht abenteuerlich, wenn man eine deutsche Küche mal außen mal probiert. Ja, da hatte ich dann online eben ein Video zugefunden, das irgendwie so einen kleinen Eindruck davon geben soll, was da passiert. Ja, guck mal, der Premier Justin Trudeau. Was ist das für ein Männchen? Das ist tatsächlich das Maskottchen. Das ist auch was, was ich schon herausgefunden habe. Das ist das Maskottchen Onkel Hans. Ja, Okay. Ja, genau, Lana, da gibt es recht viele Städte, New Hamburg, Mannheim, Heidelberg liegt auch in der Nähe. Ja, witzig. Ja. Ja, super mit diesem Prosit-Hut. Ich habe also ein anderes Video gesehen, wo sie dann so meinte, also wo dann so eine Reporterin irgendwie kam und dann total begeistert war, dass wenn man in die Menge Zicke-Zacke-Zicke-Zacke ruft, dass dann alle hoi hoi hoi. Was passiert hier? Ihr könnt es ja auch mal ausprobieren. Also ich einfach mal so Zicke-Zacke-Zicke-Zacke.
Ja. Hat einen Rouge. Ja. Dann kannst du auch mal gucken, wie Glück auf so ankommt in der Region. Dann starren mich wahrscheinlich einfach sehr viele Augen, leicht glasig von den drei Maß Bier. Du könntest dann auch einfach so aufstehen und dann halt anfangen, ein Steigerlied so aus vollem Leib zu grölen. Ja, das könnte die Leute freuen. Ja, Nightmare, Deutsch sprechen sehr wenige Leute. Noch da ist es ja auch im Norden von Amerika, gab es ja auch diese größeren Pockets von deutschsprachigen Migranten, die das noch länger da behalten haben. Es gab halt im Ersten Weltkrieg eine sehr, sehr starke fremdenfeindliche Kampagne gegen die deutschen Migranten, wo die deutsche Sprache wirklich massiv dann sehr stark verbannt wurde. Tatsächlich nicht so wie mit Südbrasilien, Lana. Also da gibt es, ich war auch mal in Südbrasilien gewesen, da gibt es noch sehr viele Leute, die auch Deutsch sprechen. Da hat sich das Gefühl noch länger erhalten in den USA und in Kanada dann eben zu einem geringeren Maß gab es wirklich eine sehr, sehr starke Verfolgung einfach von deutschen Migranten zu der Zeit, gerade was eben die Sprache anging. Also die ganzen Sprachschulen wurden geschlossen, es kam eben zu den Verbrennungen und Verbot von deutscher Literatur. Davon waren beispielsweise auch sehr, sehr viele sozialistische Zeitung zu der Zeit, die neben der deutschen Sprache rauskam, betroffen. Danach, nach dem Ersten Weltkrieg, hat sich das ja mehr so geschiftet, dass dann diese fremdenfeindliche und antikommunistische Stimmung dann eher gegen Italiener und Osteuropäer ging. Mhm. Aber gerade zum Ersten Weltkrieg war es vor allem, hat sich das dann sehr auf Deutsche eingeschossen, weil gut, Österreich, Ungarn, so viele Ungarn gab es jetzt nicht. Österreicher sind auch im Endeffekt Deutsche, auch wenn sie es nicht zugeben wollen. Und Türken geisterten jetzt auch nicht so viel in den USA rum. Drittgrößte Oktoberfest wohl, Joshua. Was? Schon wieder eine Lüge. Nee, das ist die Sache. Das schreiben die offiziell überall hin. Damit werben die. Und ich habe halt auch schon Berichte gesehen. Das ist das zweitgrößte. Ja, Lana, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob... Ich habe auch das mal gehört, halt wieder dass so ein Currywurst-Ding. Wer hat es erfunden und so Zeug? Ich habe auch mal gehört, dass es in Brasilien ein sehr großes Oktoberfest geben soll, aber die werben damit, dass das das zweitgrößte ist. So oder so, mir scheint, dass Joshua probiert, alle Orte, in denen es irgendeine Art von deutschen Einfluss gibt, stimmt, aufzusuchen. Brasilien. Ja, mit deiner Deutschtümelei. Vielleicht versuche ich ja auch, wie es hier schon stand, Johann Most, versuche ich ja auch einfach wieder die sozialrevolutionären Tendenzen in unseren Exil-Communities zu stärken. Ich weiß nicht, ob der Anarchist Exclusion Act in den USA noch aktiv ist und ich dann abgeschoben werde. Das wäre zu wild. Ja. Das würde ziemlich uns gut tun als Boost für den Podcast. Ja. Wenn dir das passieren sollte. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Reichweitenmäßig würde das, glaube ich, ziemlich Wellenschlag. Ich meine, im Endeffekt hast du recht, ne? Schon auf dem Ballermann habe ich es damals mit 18 probiert. Was? Auszuwiesen zu werden, ne? Nee, in der deutschen Community sozialrevolutionäre Tendenzen zu stärken. Mhm. Wo gehst du hin? Ich hole mal Wasser. und Nightmare, ja, das hattest du nicht gehört. Am Anfang wahrscheinlich das, weiß noch nicht, ob du da schon da warst, aber ja, Joshua, oh Gott, schon wieder diese scheiß sauren Bonbons, ich bereue das so krass, dass ich das mit reingenommen habe. So, dann hole ich gleich, ich muss noch welche holen, wir haben alle aufgegessen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie uns so terrorisiert mit diesen scheiß Bonbons. genau, also er wird auf jeden Fall Kontakt mit Genossinnen aufbauen in Kanada, es gibt auch anarchistische Buchläden und so vor Ort, deswegen sollte es auch möglich sein. Wir müssen wieder Bonbons essen, mein Lieber. Ich muss noch welche holen. Oh nee. Ja, ich glaube, das muss Magenprobleme geben. Ja, Bold Endicus, das kann ich natürlich auch machen, wenn das Master zu einem vertretbaren Preis verkauft wird. Muss das wirklich sein mit diesen Bonbons? Ich hab das schon extra hoch gemacht. Ich dachte 2000 Punkte. Ist das eigentlich das Neue, was du... Ja, guck mal, dann probiere ich jetzt mal beide Farben auf einmal. Ist das denn jetzt eigentlich das Neue, was du da eingeführt hattest? Ja.
Toll. Was ist das? Ja, hier zwei. Ich habe zwei. Ich glaube, ich komme jetzt bewusstseinstechnisch irgendwo vielleicht aus einer reformistischen Perspektive raus. Herr Leitmann, ich weiß gar nicht, ob du das meinst. Also, ich wusste gar nicht, dass in Minnesota die größte deutsch-amerikanische Bevölkerung ist. Ich dachte immer, dass jetzt von der Erhaltung der deutschen Sprache das am stärksten da in den Dakotas ist, also Süd- und Norddakota. Und was es ja in den USA vor allem noch stark gibt, ist das Pennsylvania Dutch. Das ist ja eben nicht niederländisch, sondern ist ja was, was sich aus deutschen Dialekten entwickelt hat und was vor allem bei den Amischen und den Mennoniten noch als Hauptsprache gesprochen wird. Ich meine auch tatsächlich, dass irgendwo in der Nähe da so eine Mennonitenkolonie ist. Vielleicht kann man sich das auch mal angucken. Boah, Junge. Aua. Ja, es tut so langsam der Gaumen auch weh. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich das da reinnehme, dass es so oft kommt. Ich muss es auf jeden Fall teurer machen. Ist das so gewesen, Nightmare? Hast du da Quellen für? Das wäre spannend. Gucken wir erstmal hier, was unser Exildeutscher so macht. Onkel Hans. Bierfass drehen. Haben wir auch früher auf dem Schulhof immer schon gemacht. Nach dem Axtwerfen. Ja, genau. Stimmt, ich habe auch mal von den Paarsprechern von einer deutschen Kreolsprache gehört. Das war ja auch total wild. Guck mal, der Hans hat sogar ein Fräulein. Und da ist noch so ein Kollege von Hans mit. Sieht ein bisschen wie Super Mario aus. Da ist die Frage, Bolt eine Kiss. Ich wette, die heißt die wie Heidi oder so. Das ist geil hier mit dem bei dem O. Ja, mit dem Krug. Ja, geil, ich freue mich schon auf deine Bilder und deine Eindrücke von dem Oktoberfest in Kanada. Kanada. Ja. Stark. Ja, das ist das sieht schon mal vielversprechend aus. Und das zweite? Das ist tatsächlich das, was ich mitbekommen habe, was sehr stark aus dem Kanadischen. Ich habe Lana tatsächlich, habe ich Tante Frieda heißt die. Ja, klingt gut, klingt gut. Tante Onkel Hans und Tante Frieda. Mhm. Finde ich super, wie ihr mitrecherchiert. Ja, Lana, ich habe keine expliziten Lederhosen. Aber ich habe ja auch mal 4 Jahre außerhalb von Pott im Münsterland gelebt, wo ich mein Abi gemacht habe. Und eine Nicht-Echt-Lederhose, oder was? Ja, kommt gleich. Eine Kunstleder-Lederhose. Im Nachbardorf, bei Freunden, da hatte ich auch so einen Freundeskreis. Und mit dem bin ich immer dann aufs Schützenfest gegangen. Mhm. Der lokale Schützenverein hat dann auch immer ein Oktoberfest gemacht. Als ich da das erste Mal mit wollte, die haben sich tatsächlich dann auch irgendwie so eine Lederhose und eben so ein passendes Hemd dann geholt. Aber mir war das zu teuer, ich hatte nicht das Geld dafür. Ja, dann sollte ich das aber schon machen und dann bin ich halt bei uns in den Real gegangen, einen Tag mit meiner Mama einkaufen. Da habe ich gesehen, dass sie so eine Oktoberfestabteilung haben. Da hat sie dann Badehosen für einen Zehner
in Lederhosenoptik und sagte, ja, mit der diese Badehose dann zum Ende getragen. Das ist mega geil. Ja. Das ist stark. Ja, dann gereicht. Hast du die noch? Boah, nee, ich glaube, die ist beim Umzug meiner Eltern. Und das ist wirklich schade, weil dann hättest du natürlich die jetzt mitnehmen können und dann damit auf das Oktoberfest gehen können. Ich meine, so eine echte Lederhose ist ja auch teuer in Kanada. Nee, war ich noch nicht auf den Wiesen. Okay, dann was ist das Zweite? Ja, von kanadischem Anarchismus war das tatsächlich die letzten Jahre, was mit am meisten diskutiert wurde. Mhm. Und zwar von Rechten wurde sehr viel über dieses Café, dieses anarchistische Café berichtet, was in Toronto aufgemacht hat. Mhm. Heißt The Anarchist, und die Leute haben sich sehr viel darüber lustig gemacht, weil es im Endeffekt einfach wie ein Hipster-Café aussieht. Ja. Eine Ein-Mann-Kooperative ist. Und der Typ sehr viel für den Kaffee verlangt hat und recht hochpreisiges Merchandise verkauft hat. Mhm. Und dann aber auch irgendwie die Möglichkeit gegeben hat, teilweise Leuten das zu zahlen, was die wollten. Mhm. Und dann kam halt irgendwann vor einem Jahr oder so die Nachricht, dass er pleite gegangen ist. Okay. Und die Sache ist die, ich weiß nicht, ob ihr das genauer mitbekommen habt, weil dieser Shop, also er heißt The Anarchist in Toronto, der ist immer noch auf Google Maps gelistet, mhm, und der macht auch weiterhin Posts auf seinem Instagram-Account. Okay. Und ich hatte mir dann nämlich vorgenommen, auf jeden Fall bei diesem Café einmal. Ja, das ist ja genau dein Ding. Ja. Wir können ja einmal reinhören, weil, also kurz gesagt, dieses Café bezeichnet sich, glaube ich, selber als antikolonialer, anarchistischer, queer-sozialistischer Coffee Space auf gestohlenem Land. Gestohlenem Land ist der beste Zusatz. Stark. The Anarchist is a worker-owned, anti-capitalist, anti-colonial cafe, shop, and... Worker-owned ist natürlich geil, wenn es einen Typ betreibt. Community space. Gabriel opened the space after leaving Vancouver due to its unwelcoming sense of classism. Though he never felt comfortable working in a coffee shop in BC, he knew if he were to have one of his own, it would have to adopt the values that occupy such a huge part of his life. A place devoted to radical leftist politics, revolution, ending capitalism, improving the world's economic system that benefits everyone and not just elites, and most importantly, sparking conversations that will help implement these ideas. Other than delicious coffee, which Gabriel is most definitely an expert in, the shop has a rich selection of progressive political books that he's selling at wholesale prices. I was happy to try some great light roast espresso here. I even tried my first espresso tonic, which is something of a micro revolution in itself. I highly recommend paying a visit to Gabriel at 190 Jarvis. Ja. Stark. Es geht nicht mehr lange, immer noch. Street. If not for great coffee, for even greater conversation. Das steht ja auch gar nicht außen dran, oder? Nein, da steht nur Coffee Works, ne? Ja. Also, was ich auch super fand, war dieser Satz, dass er Vancouver verlassen hat wegen dem starken Klassismus in der Stadt. Das hat mir sehr gut gefallen. Also, ich drück mal die Daumen, dass das noch gibt, weil das wäre sehr spannend und das wäre ja genau dein Ding. Ich meine, wenn du jetzt einen anarchistischen Kaffeeladen aufmachen würdest alleine, dann würde er wahrscheinlich so ähnlich sein, nur vielleicht mit etwas weniger abgedrehten so identitärpolitischen Zeug. Name-Dropping. So. Ja, also absolut, ne, das muss man dazu sagen. Auch wenn, wo man natürlich so ein bisschen drüber schmunzeln kann, ist dann, was soll das jetzt bedeuten, dass dieses Café antikolonial ist? Ja. Und wenn man dann einfach so, um es gemacht zu haben, dann immer dabei sagt, wie die tatsächlichen, also tatsächlichen die indigenen Namen dann irgendwie vor für die Ecke war, in der, auf der Toronto jetzt heute liegt, da kann man, das ist natürlich einfach ungewohnt für unsere Ohren, da kann man immer so ein bisschen fragen, so, kommt das jetzt ein bisschen komisch rüber? Hm.
Aber abgesehen davon ist es schön eingerichtet. Der Kaffee sah sehr professionell und gut gemacht aus. Also das sind ja schon mal zwei Dinge, woran viele linke Läden, oder woran eigentlich 70% aller linken Läden scheitern. Wir haben auch guten Kaffee bei uns im Nachbarschaftstreff. Das sei mal dazu gesagt. Ja, ist auch ordentlich. Also da haben wir auch eine vernünftige Maschine. Und wenn ihr mal einen vernünftigen freiheitlich-sozialistischen Kaffee in Dortmund trinken wollt, dann müsst ihr da vorbeikommen. Ja. Ich meinte damit nicht nur den Kaffee, sondern auch der Laden. Ja, wie ihr wisst, unser Laden ist auch ordentlich. Ordentlich und schön eingerichtet. Nebenbei mal gesagt, wir brauchen auch noch Unterstützung, also finanzieller Art, haben wir gerade eine Spendenkampagne für den Laden am Laufen, wo wir so Daueraufträge probieren zu generieren, um den auf Dauer stabil zu halten. Das wollte ich mal einstreuen, wenn wir schon dabei sind. Jonsalon.de. Also neigt mir, wenn ich zu anarchistischen Spaces gehe, kann ich auf jeden Fall gerne die Gustav Landauer Bib promoten. Ja, sehr schön. Star Trek Sozialist, dass du hier mal vorbeischaust. Und freuen wir uns darüber auch immer, wenn wir von kommunistischen Genossen und Genossinnen weiterempfohlen werden. Ja, und dann, was will ich mir... Ich kaufe jetzt mal dieses Bonbon runter. Ich sage auch heute keins mehr wirklich. Verboten ab jetzt. Man kann das auch reglementieren, wie oft sowas eingelöst werden kann. Das muss ich, glaube ich, noch bei der Bonbon-Sache auf jeden Fall. Angucken in Kanada werde ich mir auf jeden Fall die Niagara-Fälle. Und dazu vermutlich dann noch so ein bisschen die umliegenden Städte. Also wir hatten überlegt, dass wir mit dem Onkel von der Freundin dann auch mal in die USA rüberfahren. Da könnte man sich dann eben Detroit anschauen. Dann könnte man, also was wir auf jeden Fall natürlich machen, ist dann von den Niagara-Fällen dann auch mal rüber nach Buffalo fahren. Ja, und ansonsten ist halt die Frage, wie weit man dann von da aus noch reisen möchte, weil ich hatte doch unterschätzt, wie dünn besiedelt Kanada ist und wie weit die Entfernungen sind. Also was ich sehr gerne eigentlich sehen würde, wäre auch nochmal der französischsprachige Teil in Quebec. Da dann eben vor allem Quebec-Stadt soll eine sehr, sehr schöne Stadt sein, auch mit einem für Nordamerika vergleichsweise historischen Stadtkern. Da gibt es, finde ich, auch im Chateau-Stil so eins der schönsten Hotels, die ich bislang so von Bildern gesehen habe. Der Name fällt mir gerade nicht mehr ein. Schaut halt auch wirklich, wenn man sich die Bilder von der Stadt anschaut, so ein bisschen wie das Stadtschloss da aus. Also wirklich total, total märchenhaft, wie das auf den Bildern aussieht. Ist aber von Waterloo Kitchener, glaube ich, auch eine 9 bis 10 Stunden Fahrzeit mit dem Auto. Ja, das ist halt alles leider recht weit entfernt. Wir hatten auch mal geguckt, weil die Freundin hatte auch mal eine Hausarbeit über die indigenen Kulturen im Norden geschrieben, in der Provinz Nunavut. Und das ist aber leider auch alles richtig schwer erreichbar. Also desto weiter man nördlich geht, desto weniger wird es auch möglich, irgendwie dahin zu reisen, außer mit wirklich so recht teuren Flügen, meistens dann auch in kleinen Maschinen. Da zahlt man dann gut und gerne mal hin und zurück irgendwie 1000 Euro oder so. Plus, dass das Leben vor Ort dann natürlich da auch sehr teuer ist. Und da gibt es noch eine indigene Gemeinschaft dann entsprechend? Ja, also es gibt ja sowohl in den USA als auch in Kanada noch eng zusammenlebende indigene Gemeinschaften. Und in Kanada ist es halt so, da werden eben die Indigenen primär als First Nations bezeichnet. Es gibt dann noch die Métis, das sind so eine gemischte Ethnie, die auch dann einen starken französischen Einfluss noch hat. Mhm. Und in Kanada ist es halt so, dass im Gegensatz zu den USA, wo es, ich weiß gar nicht, welcher Bundesstaat das wäre, vielleicht Arizona oder South Dakota, wo man dann
eine wirklich signifikante indigene Bevölkerung hat, hat man in Kanada das halt so, dass in der Provinz Nunavut, ich weiß gar nicht, wie genau man das jetzt richtig ausspricht, im Norden, wo es dann wirklich eben, ich glaube, wo die Indigenen dann zwischen 40% und 50% der Bevölkerung ausmachen. Also wo es wirklich sehr, sehr signifikanter Anteil dann ist. Nur dass es halt wirklich sehr stark, sehr entlegen und extrem spärlich besiedelt. Also es dürfte ein Gebiet sein, was, weiß nicht, so groß wie Deutschland oder so ist mit ein paar 10.000 Einwohnern. Aber das ist ja dann auch tatsächlich oftmals ein Grund, warum es dann halt indigene Gemeinschaften auch in größerer Anzahl und in intakter dann noch gibt, weil es halt schwerer zugänglich ist. Ja, das ist sicherlich ein guter Punkt dabei, dass es auch einfach Land war, was jetzt nicht so interessant war für die Nutzung durch Farmer beispielsweise, was ja in den USA ein großer Treiber davon war, dass das Land dann eben für große Ranches verwendet wurde. Ja, und jetzt halt mit Tourismus, ne? Also wenn halt eine Region schwer zugänglich ist, dann kommen halt auch weniger Touristen einfach dahin und das sorgt natürlich dafür, dass auch vielleicht indigene Kulturen dann in einer entlegeneren Gegend weniger stark auch verwässern und so. Ja, also um Klischee mal aufzugreifen, soweit mir das bekannt ist, gibt es beispielsweise keine Sonderregelung bei den First Nations, dass die Casinos betreiben. Wie es das bei Native Americans in den USA gibt. Okay. Wo es ja tatsächlich diese Möglichkeiten gibt über diesen Nationenstatus, dass dann auf den Reservaten dann auch beispielsweise Casinos aufgebaut werden. Mhm. Ja, also denen geht es auch wirklich nochmal, glaube ich, sogar schlechter als vielen Reservaten in den USA. Das ist das Gebiet mit der höchsten Mordrate. Krass. Es gibt ein riesiges Problem mit Alkoholabhängigkeit. Mhm. Es gibt richtig, richtig viel Gewalt. Und es gibt auch ein institutionelles Problem weiterhin, wo eben Rassismus und Sexismus zusammenlaufen, was das Verschwinden von indigenen Frauen angeht, wo dann auch vermutet wird, dass Polizeieinheiten mit da drin stecken. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch in der eigenen Community riesige Probleme mit Sexismus und Gewalt. Ja, alles in allem recht tristes Dasein, was die Leute da fristen. Plus eben, dass die Lebenserhaltungskosten unfassbar hoch sind. Also da zahlst du dann gut und gerne das Vierfache für das Essen. Was natürlich auch irgendwo markttechnisch eben fast nicht anders möglich ist, weil natürlich die Transportkosten dahin einfach recht hoch sind und weil es sich auch nicht lohnt, große Mengen dahin zu transportieren, sodass ein infrastruktureller Ausbau naheliegend wäre. Aber wenn man sich anschaut, wie eben mit der indigenen Bevölkerung natürlich in der Geschichte umgegangen wäre, könnte man da dann auch einfordern, dass der Staat vielleicht da eingreift. Ja. Ja, aber das wird sicherlich eine spannende Zeit für dich, Joshua. Auch wenn es natürlich auch eine Herausforderung hier für unser Projekt wird, hoffe ich, dass du eine sehr schöne Zeit dort haben wirst. Und wir wollten ja nochmal anstoßen. Stimmt, lass uns das mal machen. Ja, man muss dazu sagen, ne, auch mit diesen ganzen Planungen, ich weiß tatsächlich recht wenig bislang, wie das alles irgendwie werden wird. Wir wollen tatsächlich anstoßen, das war jetzt kein Joke. Und zwar habe ich hier so ein Likörchen mitgebracht aus meinem Baltikum-Urlaub. Das ist ja so das, was ich mir mal genehmige als Alkohol für den Geschmack. Likörchen. Und das ist natürlich jetzt ein guter Augenblick dafür. Ja, der Stadtschnaps von Tallinn. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt erlaubt ist. Ich kann sogar sagen, dass es irgendwelche Richtlinien bei Twitch gibt. Ich glaube, du hättest das nicht zeigen dürfen, ne? Ja, das kann auch sein. Aber ich glaube, wir sind so unbedeutend. Und wir haben auch noch null Strikes. Wir können es riskieren. Mal ein bisschen uns einen im Stream reinzuzimmern. Ich glaube, man darf generell keinen Alkohol trinken bei Twitch. Meine ich. Ich glaube auch, dass es diese Stimmen 99:1. Angeblich, ja, die sagen ja, dass sie es nicht machen würden. Ach, sagen die das immer in den Streams? Nee,
wenn wir gefragt haben, sagt Daniel immer, das ist nicht stimmt. Ja, aber das haben die immer zum Spaß gesagt, als ich ihn mal darauf angesprochen habe, dass er sich wirklich das Wasserglas voll mit Scotch gemacht hat. So, dann auf dich, mein Lieber, und auf euch. Auf euch. Wir wollten schon ganz runterkippen, aber... Das ist ja was, was man genießt. Ja, genießen. Das ist ja kein Wodka oder so. Ja. Also die Sache ist die, ich habe, als ich auch in den Kombo mit den Bonbons. Ja. Nee. Wir machen keine Bonbons mehr. Also wenn ihr jetzt Bonbons ausgibt, dann vergebt ihr die Punkte. Eine Estonian Carbomb. ich habe ja auch ein paar andere von den Vanatalin probiert. Ich muss sagen, den Grundgeschmack von dem Vanatalin fand ich eigentlich immer recht gut. Das ist ja so eine auf der hanseatischen Vergangenheit beruhende Gewürzmischung, die die da reinhauen. So eben inspiriert von dieser Handelsvergangenheit mit unterschiedlichen Gewürzen, auch viel Vanille. Und das alles, das soll ja jetzt, glaube ich, in so eine Richtung von Baileys gehen, so ein Sahnelikör. Aber ich finde tatsächlich, mit dem, wie die es bis hier kombiniert haben, ich möchte jetzt nicht schlecht reden, aber finde ich beide Richtungen, die da versuchen zu kombinieren, nicht so gut gelungen. Ja, also ich finde es schon interessant. Oh, aber wenn es unten ist, kommt ein bisschen sehr viele, mehr von dem Geschmack durch. Vielleicht hätte ich ja nochmal irgendwie schütteln sollen oder so. Aber probieren wir jetzt mal das hier unten. Also ich finde halt diese Würze ist halt schon sehr, sehr da besonders. Kommt er besser. Das hatte sich unten abgesetzt. Okay. Ich glaube, ich hatte mehr oben so ein bisschen die Sahne getrunken. Ja, stimmt. Ja, doch, das ist interessanter. Wenn das, glaube ich, richtig durchgemischt ist, kann ich mir das doch vorstellen, ja. Ja, ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. Ja, das ist eine gute Idee, ne? Baut in der Kiste Shots mit Punkten. Das hat nämlich die Leute auch schon mal gedacht, dass damals eben diese 800, da waren sie dann immer, wie jetzt, trinkt ihr nur Wasser bei 800? Also, ich dachte, es kommt ein kurzer. Nein, das war jetzt ein ganz besonderer Moment. Das werden wir natürlich nicht häufig machen uns hier irgendwie. Das sollte ja nur nochmal den Abschied symbolisieren. Ich kann ja gucken, ob ich, obwohl in Kanada ist der Alkohol, soll das recht teuer sein. Also ich bringe auch hier dem Onkel als Gastgeschenk schön erstmal einen Raki mit, wenn er keine Raki trinkt. Oder noch einen deutschen Schnaps, weil der Alkohol da drüben, der ist echt teuer. Aber vielleicht finde ich ja irgendwas, was ich irgendwie eine kleine Flasche oder so, und dann können wir, wenn ich wiederkomme, auch damit anstoßen. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, war das doch ein netter Abschiedsstream für dich. Wir können ja mal schauen, ob wir noch irgendwen waden oder so. Ich weiß nicht, ob irgendwer online ist gerade. Kann man ja mal gucken, wer Spannendes da ist. Ja, Bald Ennek ist natürlich grüßig. Onkel Hans von euch. Ich kann ja mal gucken, ob ich es schaffe, dass Onkel Hans das Übertagesymbol macht. Dann nehme ich mir jetzt schon ein bisschen zu viel vor, wenn du die Leute enttäuscht. Nee, das ist aber geil, probier das. Ja. Das kannst du doch als Challenge mitnehmen. Onkel Hans macht das. Ja, keine Ahnung, ich weiß ja noch gar nicht, wie es da vor Ort ab. Ich kann es ja mal mitnehmen. Ja. Kannst ja mal auf eine Liste schreiben. Ja, und du könntest, das finde ich auch eine gute Idee von Lana, dass du ein großes Paket Süßigkeiten mitbringst und wir machen dann einen Test, so wie wir es mal mit den... Ach, diese Bonbons, ey. Mit diesen amerikanischen Süßigkeiten gemacht haben. Das ist auf jeden Fall eine Idee, das kann ich auch mal mitnehmen, dass ich da... Ich habe nämlich auch schon Bestellungen, auch eine Freundin hat mich schon gefragt, dass ich ihr Butterfingers mitbringe. Okay. Kann ich auf jeden Fall mal schauen. Also ich weiß tatsächlich aus dem Kopf jetzt nur, dass Sour Patch Kids aus den USA kommen. Aus den USA. Aus Kanada. Sonst kenne ich nur dieses Pommes-Gericht mit der braunen Soße und dem Mozzarella. Ja, das wäre, glaube ich, nicht so geil, wenn du das importieren würdest. Nee, das wird schwierig. Aber ich schaue auf jeden Fall, dass ich da was mitbringen werde. Schön. Aber für einen Stream müsste schon eine ganze Menge sein, was du mitbringen musst.
Ja, Nightmare, da hast du einen guten Tipp gegeben. Ich habe auch sehr viel Gutes über Reservation Dogs gehört, aber selber die Serie noch nicht geguckt. Ja, okay. Dann schau mal. Hast du jetzt wen zum Raiden gefunden? Nee, ist niemand Spannendes online, oder? Von den Leuten, die wir raiden. Ja, wir hatten ja jetzt auch ein paar, die uns noch neu gefolgt haben. Genau. Beispielsweise Fritz Pökler oder so. Also wer online ist, das ist nur vielleicht noch als, das kann man immer sagen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt mit Imp. Also Imp kennt wahrscheinlich ein paar Leute noch von euch. Der ist ja so ein so Anti-Woke und dann halt in diesem Ding ist ja sehr bekannt über dieses Drachenlord-Game halt. Ja, ne, das Dorian dann, der Übermensch damals. Genau. Und da dachte ich mir schon, dass viele Leute ihn hassen und so und scheiße finden. Aber es ist interessant, weil der Typ sich tatsächlich so links entwickelt hat. Der hat jetzt auch einigen Content so gemacht, wo der halt mit Linken gesprochen hat, zum Beispiel mit den, wie heißen die nochmal? Er hatte so einen Talk gehabt, auch über Kritik an Wokeness von der Sozialrepublikanischen Initiative, genau, heißt das, genau, glaube ich. Genau. Ja. Und deswegen ist es ganz interessant. Wir hatten auch schon Leute bei uns, die über Imp auf uns gekommen sind, über einen Algorithmus auf YouTube. Stalin-Fan dreht gerade durch. Aber ja, ich glaube, es ist auch noch, es ist auf jeden Fall noch zu früh, um den zu raiden. Da muss man noch ein bisschen mehr abwarten. Aber an und für sich finde ich das eine positive Entwicklung und wir haben das auf jeden Fall auf dem Schirm und vielleicht mal gucken. Also natürlich ist es ja weiterhin auch kritisch zu sehen in vielen Punkten. Also ich fand jetzt auch viele Sachen halt auch weiterhin total scheiße. Also das ist jetzt nicht... Kann man sich aber auf jeden Fall angucken, was da für eine Entwicklung dann gibt. Ja, ne, das muss man ja da sagen. Halt, wenn so jemand, der halt, wo man wirklich früher gesagt hat, vielleicht, okay, das ist halt so richtig richtiger Dreck, so, was der halt macht. Ja, vor allem die Drachenlord-Zeit war ja mega hängen geblieben. Ja. Und dann politisch ist es halt, hat er ja einfach nur dieses irgendwie Anti-Woke und pro Redefreiheit gemacht. Aber deswegen ist es einfach spannend, wenn so jemand sich dann auch mal in eine positive Richtung entwickelt. Ja, und Lana, also, falls du jetzt da gerade ein Ranking aufmachen willst mit amerikanischen oder dann jetzt damit verbunden auch deutschen Traditionen, würde ich, glaube ich, sagen Halloween, Oktoberfest, Black Friday, Thanksgiving. Das ist mein Ranking. Ich bin großer Halloween-Fan. Ja, klar, Bold Anarchist. Das ist möglich. Ja, absolut. Gut. So. Also dann. Wir sehen uns dann zusammen hier in 6 Wochen wieder im Studio. Ja, und dann... Ja, Star Trek Social ist, was ist mit Erntedankfest, da habe ich jetzt nicht so einen riesigen Vertrag mit. Aber generell auf jeden Fall wird es ja hier weitergehen. Es kommt auch diesen Sonntag noch eine Übertagefolge, wo noch nicht ganz feststeht, ob es das Thema oder ein anderes Thema wird. Aber da werdet ihr jetzt bald von erfahren und in dem Sinne, ja. Ich nehme ja Mikros mit. Wir werden uns auf jeden Fall auch zwar durch den Atlantik getrennt, aber trotzdem dann noch hören, ne? Ja, das ist ja alles heutzutage möglich in Zeiten des Internets. Ja. Wundervoll. Die guten Unterseekabel. Oder läuft es doch über Satelliten? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich nur mit AKWs als Technik aus. Ja, ein Vlog wäre natürlich richtig geil, aber ich weiß nicht, ob du das... Ja, ein ganzer Vlog muss ich dann... Ja, das ist ja auch immer so ein bisschen so eine Sache, muss man gucken. Gerade wenn man jetzt nicht explizit politisch in dem Sinne reist, also... sondern auch die meiste Zeit einfach privat unterwegs ist. Ja, das ist eine Sache, Bold Anarchist. Ich weiß gar nicht, wie es um die Atomkraft in Kanada steht. Da werde ich mich dann noch informieren. So, aber das werden wir alle später erfahren. Schön, dass ihr dabei wart heute. Ja, und vielen lieben Dank an die ganzen Wünsche. Ich wünsche euch dann auch eine gute Zeit, solange ich hier. Macht's gut, Leute. Glück auf. Glück auf.